Ja, guten Morgen schon mal. Ich sehe gerade, dass immer mehr Teilnehmer dazukommen. Deswegen warte ich noch einen kurzen Moment. Ja, guten Morgen in die Runde. Ich freue mich wie immer sehr über das rege Interesse am heutigen Online-Seminar und heiße Sie alle herzlich willkommen. Mein Name ist Maike Schwamborn und ich bin Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei der BVE. Einige von Ihnen kennen es vielleicht schon, aber für alle, die zum ersten Mal dabei sind, das Seminar ist Teil der Klimaschutzkampagne der BVE und wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert. Erstmalig wird damit eine Industriebranche in dieser Form unterstützt. Bei der Konzeption der Kampagne wollten und wollen wir uns nicht nur auf die Notwendigkeit des Handelns konzentrieren, sondern auch auf die Chancen, die sich daraus für Sie alle ergeben. So entstand die Idee des Plus-Plus-Prinzips. Denn Klimaschutz, wie unsere Partner Ökotec, Efoy, Enersuma und wir ihn denken, muss nicht zwangsläufig etwas mit Einschränkungen, großen Hürden oder Benachteiligungen zu tun haben. Stattdessen gibt es auch Wege, bei denen alle profitieren. Auf der Homepage unserer Webseite steht deswegen der Leitspruch, wie Ihr Unternehmen und das Klima gewinnen. Und dies sollte keine Ausnahme sein, sondern ein Grundsatz, kurzum das Plus-Plus-Prinzip. Damit auch Sie in Zukunft möglichst unkompliziert Ihr Plus-Plus-Prinzip aktivieren können, bieten wir Ihnen auf unserer Webseite verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Zum einen können Sie an Effizienznetzwerken teilnehmen, sich über Online-Seminare informieren und, ganz wichtig, den Vorteilsrechner nutzen, der Ihnen übersichtlich und in einfachen Schritten aufzeigt, wie Sie Ihre Investitionen amortisieren und welchen Anspruch Sie auf Fördertöpfe des Bundes haben. Und damit sind wir auch schon beim Thema des heutigen Seminars. Investition und Förderung. Georg Ratjen wird Ihnen nun die wichtigsten Indikatoren für Investitionsentscheidungen vorstellen, einen Überblick über attraktive Förderprogramme auf Bundesebene geben und anhand mehrerer Beispiele den Vorteilsrechner zeigen. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen hoffentlich viele Aha-Momente. Ja, schönen guten Tag zusammen zum neuen Online-Seminar der BVE Klimaschutzkampagne Plus-Plus-Prinzip. Zeitlich ist das ja eigentlich ganz gut gewählt, denn die Förderbedingungen der einzelnen Förderprogramme haben sich ja gerade ein bisschen geändert. Also passt das ganz gut so zusammen, dass wir hier jetzt mal so ein Online-Seminar zum Thema Förderung machen. Ja, ich teile hier mal nochmal meinen Bildschirm und muss hier nochmal ein bisschen was umstellen. Momentchen. So. So, der hier müsste es sein. Alles klar. Ja, es geht um das Thema Investition und Förderung. Wie immer, wenn Sie Fragen haben, bitte über die Chatfunktion stellen. Mein Kollege Herr Czalak, der sitzt neben mir und liest das alles mit und gibt mir dann auch ein Signal. Ansonsten, wenn wir nicht alles beantworten können, werden wir das natürlich mitloggen und dann im Nachgang entsprechend beantworten. So, ja, vielleicht nochmal kurz zu Ökotec. Uns gibt es seit 20 Jahren, steht er hier oben hinter mir. Also wir sind 1999 gegründet worden, jetzt mittlerweile sogar schon 22 Jahre her. Und ja, Hintergrund Energiemanagement, Klimaschutzmanagement und so weiter. Wir sind da quasi die Fachpartner der BVE an der Stelle. So, ich selber bin Senior Consultant bei Ökotec und Teamleiter und habe meinen fachlichen Fokus beim Thema Kennzahlen, sowohl bei Energiekennzahlen, Klimaschutzkennzahlen, aber auch eben Wirtschaftlichkeitsindikatoren. Und ja, ich leite von Seiten Ökotec die Aktivitäten an der Klimaschutzkampagne. Ja, habe noch so einen Dozentenjob an der Beuth-Hochschule nebenbei, bin im DIN-Arbeitsausschuss Energiemanagement auch vertreten, ja, und bin auch in der Förderberatung aktiv. So viel zu mir. Wenn Sie sich so die bisherigen Online-Seminare mal so angeguckt haben, werden Sie feststellen, ja, das passt alles so in diesen großen
Themenkomplex Klimaschutzmanagement rein. Wir haben was gehört zu dem Managementsystem selber, dann zu Carbon Footprints, wie man das Ganze bilanziert. Dann hatten Sie jetzt auch schon 2 Online-Seminare zu den wichtigsten technischen, also Bereichen, Prozesskälte, Prozesswärme. Alles solche technischen und methodischen Themen hier. Ja, klar, die technischen Konzepte sind alle wichtig und dass die Methoden stichhaltig sind, ist natürlich eine wichtige Voraussetzung auch dafür, dass Maßnahmen dann im Endeffekt im Unternehmen auch genehmigt werden. Braucht man natürlich ein belastbares Konzept, also eine vernünftige Energieanalyse, eine Planung, Spezifizierung der Maßnahme und so weiter und auch so der Ablaufplan der Umsetzung. Ja, normalerweise ist so ein Konzept sehr genau. Also klar, wenn man sich eine neue Anlage dahinstellen will, dann will man, dass die vernünftig ausgelegt ist und auch mit den Prozessen gut funktioniert, dass die Temperaturbereiche die richtigen sind und so weiter. Und dass man das auch alles nachvollziehen kann. So, das ist so dieses technische Konzept. Ohne das geht es auf jeden Fall mal nicht. So, wir wollen im Endeffekt ja dann gern, dass die Maßnahme auch genehmigt wird und dazwischen ist noch so ein gewisser Gap zu überbrücken und das ist die, man muss den betriebswirtschaftlichen Vorteil auch darstellen. Das heißt, man muss so eine Maßnahme auch im eigenen Haus natürlich auch verkaufen. Und in der Regel sind die Personen, die über solche Maßnahmen entscheiden, sind häufig Kaufleute, Betriebswirte, die jetzt auch gewohnt sind, nicht so diese ganz umfassenden Einsparkonzepte auf den Tisch gelegt zu bekommen, sondern die eigentlich so mit kurzen Investitionsbewertungen gerne hantieren, auf so ein paar Kennzahlen draufschauen. Häufig schauen die vor allen Dingen auf so eine Amortisationszeit. Es gibt aber noch ein paar andere wichtige Kennzahlen, die wir uns heute mal anschauen werden, die vielleicht auch nochmal so einen gewissen anderen Blick auf so eine Investition auch nochmal ermöglichen. Wichtig bei so einer Sache ist, dass es erstmal ein ganzheitlicher Set an Indikatoren ist und übersichtlich auf ein paar Seiten, nicht mehr als 3, 4 Seiten vielleicht. Und wichtig auch, dass man alle Finanzierungshilfen da einbezieht. Also wenn ich mir jetzt so eine Amortisationszeit ausrechne, dann ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich da jetzt noch 40% Förderung bekomme oder halt nicht. Davon kann auch schon mal abhängen, wird mir so eine Maßnahme genehmigt. So, ja, aus dem Grund, dieses Online-Seminar strukturiert sich so in 3 Bereiche. Wir schauen uns erstmal so ein paar Kennzahlen an, die bei der Investitionsbewertung wichtig sind und zum Tragen kommen. Genau, also ich bin ja auch eher Ingenieur so vom Hintergrund, habe mir das auch so eher im Nachgang da mal so angeeignet. Genau, so schwer ist es nicht. Also die meisten werden sie vielleicht auch schon mal kennen, aber wir gucken auch noch mal grafisch an, wie eigentlich so diese Zusammenhänge sind, was steckt eigentlich hinter so einem Kapitalwert, hinter einem internen Zinsfuß und solche Sachen. Haben wir mal so schnell dargestellt. Schnell nachvollziehbar auch. So, nach dem Block geht es uns darum, welche Finanzierungshilfen gibt es eigentlich gerade so bei den Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen und welche Beratungsförderung gibt es da vielleicht auch. Das beides, wenn wir damit fertig sind, schauen wir uns nochmal den Vorteilsrechner an. Der Vorteilsrechner ist ja dieses Tool zur Investitionsbewertung im Plus-Plus-Prinzip und da ist eben das Schöne, dass man auf Basis von ein paar sehr wenigen Eingaben sofort einen anschaulichen Report rauskriegt, inklusive Cashflow-Charts und alles Mögliche, was so die Kaufleute gerne sehen wollen und eben der findet eben auch direkt das passende Förderprogramm auf Bundesebene und kalkuliert das auch direkt mit ein in diese Kennzahlen. Ja, da schauen wir uns dann ein paar Beispiele dazu an. Ja, und am Ende natürlich wie immer ein Fazit. So, dann legen wir mal los mit dem Thema Investitionsbewertung. Erstmal so ganz banal gedacht. Was passiert da eigentlich? Naja, ich habe einen gewissen Zeitstrahl. Ganz am Anfang habe ich eben meine Investition. Da investiere ich hier Geld. Wenn man sich das so als Zahlungsströme mal vorstellt, habe ich ganz am Anfang eben so einen Zahlungsstrom für die Investition und die ganzen Nebenkosten, Fachplanung und so weiter. Ist jetzt erstmal ein negativer Strom, ne? Weil da fließt ja Geld ab. Also hier bin ich jetzt mal im Beispiel bei einer Maßnahme unterwegs, die kostet eben hier 230.000 Euro. Und dann beobachte ich über die nächsten Jahre, rechne ich damit, dass ich jetzt hier so um die 60.000 Euro pro Jahr eben an Rückfluss habe. Was ist so ein Rückfluss eigentlich? Naja, es wird wahrscheinlich auch bei dieser Anlage
Energiekosten geben, ne, dann ist natürlich die Frage, was spart die an Energiekosten ein im Vergleich zu einem Ist-Zustand? Was kann ich dafür Einsparungen erzielen? Darüber hinaus vielleicht auch noch, welche Wartungskosten kann ich einsparen und so weiter. Also diese ganzen laufenden Kosten. Ja, hier ist mal als Betrachtungszeitraum einfach mal so 10 Jahre angesetzt. Kann natürlich deutlich länger sein. Kann man auch an der Nutzungsdauer der Anlage festmachen. Klar, wenn man eine Anlage hat, die vielleicht über, naja, 18 Jahre abgeschrieben wird, macht es da vielleicht dann mehr Sinn, 18 Jahre da hinzuschreiben. So, genau. Jetzt gibt es also diese Rückflüsse. Und jetzt ist es so, dass wir ja so einen gewissen Zeitwert des Geldes haben, ne? Also wenn ich jetzt eine Einsparung in 10 Jahren erziele, dann ist die in 10 Jahren, dann ist das eigentlich weniger wert, als wenn ich das heute erziele. Weil in der Zwischenzeit hätte ich ja was anderes machen können mit dem Geld. Ich hätte das irgendwie vielleicht gewinnbringend ja sogar anlegen können. Und das hätte sich ja in der Zwischenzeit auch mal so ein bisschen verzinst. Außerdem gibt es ja auch ein gewisses Risiko. Also wenn ich eine Maßnahme habe und da Geld reinstecke, kann das ja auch sein, dass aus irgendwelchen Gründen das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und vielleicht die Rückflüsse am Ende halt gar nicht so aussehen. Klar, kann vielleicht auch besser aussehen, kann aber auch schlechter aussehen. Und da hat man die Möglichkeit, um diese ganzen Risikoerwartungen vielleicht auch nochmal mit auszudrücken oder Referenzzinse, die ich irgendwo anders erzielen könnte. Da gibt es eben die Möglichkeit, dass ich mir einen kalkulatorischen Zins annehme. Hier ist mal 2% angenommen. Und das ist quasi so dieser Zinssatz, von dem ich da jetzt ausgehe. Und wenn ich mir jetzt angucken will, was sind denn eigentlich alle zukünftigen Einsparungen heute wert? Also ich versuche, das alles auf den heutigen Zeitpunkt zu bringen. Dann ziehen sich die einzelnen Zahlungen, die hier in den verschiedenen Jahren anfallen, ziehen sich halt mit diesem kalkulatorischen Zins ab, den ich mir halt festgelegt habe. Wenn da jetzt hier mit 2% festgelegt ist, wird also diese Zahlung hier am Ende des 10. Jahres jetzt hier heute am wenigsten wert sein, weil die wird ja jetzt quasi über 10 Jahre mit 2% abgezinst. Genau, also je näher so eine Einsparung hier am heutigen Tag dran ist, desto mehr ist sie dann quasi auch wert. Die Summe aus dieser ganzen Geschichte, die Summe der abgezinsten Rückflüsse, nennt man den Barwert, also Barwert der Maßnahmen, also der Einsparungen. Hier haben wir das also mal so zusammengepackt und abgezinst. Barwert ist jetzt hier mal so um die 550.000 Euro. Da sehen Sie auch, wenn ich jetzt 10 mal die 60 nehmen würde, dann wäre ich hier eher so bei 60.000 unterwegs, ein bisschen mehr. Dadurch, dass das Ganze abgezinst ist, ist das ein bisschen weniger. So, Barwert ist selber jetzt noch kein Ausdruck davon, ist eine Maßnahme jetzt sinnvoll oder nicht. Aber wir müssen den berechnen, um zu der zweiten wichtigen Kennzahl zu kommen, beziehungsweise die erste wichtige Kennzahl, die hier eigentlich mal so ausgewertet wird, und das ist der Kapitalwert. Das Wort Kapitalwert haben Sie vielleicht schon mal, vielleicht rechnen Sie sowieso schon damit, aber vielleicht haben Sie es auch schon mal in den Richtlinien für Energieaudits gelesen. Bei diesen EDLG-Energieaudits wird ja mittlerweile sogar gefordert, dass man für die Investitionen auch einen Kapitalwert ausrechnet. Genau. So, ich habe mal kurz ein paar Fragen reingekriegt. Also erstmal ja, die Folien kriegen Sie im Anschluss online. Tja, und dann gibt es noch die Frage, wie hoch sollte man diesen Zinssatz einschätzen? Naja, ist so ein bisschen eine individuelle Zukunftserwartungshaltung und welche Referenzinvestitionen man da so zur Verfügung hat. Da kann man jetzt keinen, das ist jetzt nur ein Beispielwert gewesen, den ich hier gezeigt habe. Aber okay, also der Kapitalwert, den berechne ich mir im Endeffekt dadurch, dass ich diese einzelnen Barwerte hier zusammenzähle, ne, so wie ich das eben gerade gezeigt habe, und ich ziehe davon aber noch die Investition ab. Also der Kapitalwert, der drückt mir quasi aus, was ist denn meine Maßnahme quasi an Erträgen wert, ne? Also alles das, was ich über die Nutzungsdauer an Einsparungen erzielt habe, abgezinst zum Heute-Wert, minus der Investition, die ja quasi auch heute anfällt. Also ich habe so diesen Überschuss, aber auf den heutigen Tag bezogen. Und das ist eben eine Kennzahl, die auch nach dem hier nach den Energieaudits eben auch verpflichtend zu erheben ist. So, die ist eigentlich ganz schön, weil die eben auch so die ja die Nutzungsdauer einer Investition abbildet und einem dann, wo man wirklich sagen kann, wenn wir das heute umsetzen,
dann ist der Gewinn, der daraus entsteht, quasi heute, ist der quasi so um die 300.000 Euro wert. So, das ist die erste Kennzahl. Ich habe hier auch nochmal dann gleich nochmal was dargestellt. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, jetzt habe ich zwar diesen Kapitalwert und diesen Zinssatz, aber man kann sich auch die Frage so rumstellen, dass man sagt, naja, wie gut müsste denn eigentlich die Verzinsung von einer alternativen Maßnahme sein, damit die genauso attraktiv ist wie diese Maßnahme, die ich hier jetzt umsetze? Und das ist die Frage, die einen so der interne Zinsfuß betrachtet. Bevor wir auf die Folie gehen, nochmal kurz, was müsste denn eigentlich passieren? Naja, im Endeffekt bräuchte ich einen Zinssatz hier, der mir dann so diese alternative Investition ausdrückt, der so hoch ist quasi, dass die Barwerte hier, ne, genauso groß sind wie die Investition selber, also dass der Kapitalwert null ist, also dass der Vorteil quasi im Vergleich zu dieser Referenzinvestition, ne, mit der ich mich da vielleicht vergleiche, dass der halt nicht schlechter und nicht besser ist. Also die Frage, wie groß müsste dieser Zinssatz eigentlich sein von einer anderen Investitionsgelegenheit, damit die genauso attraktiv wäre wie diese Investition hier. Genau das drückt der interne Zinsfuß aus. Das heißt, ich suche nach einem Zinssatz, dass dieser Kapitalwert hier gleich null ist, also der Zinssatz, bei dem diese Rückflüsse, ne, also bei dem die Rückflüsse abgezinst mit diesem Zinssatz in Summe genauso groß werden wie diese Investition. Ja, es ist eine der komplizierteren Kennzahlen zum Ausrechnen. Genau, kriegt man aber mit Excel und auch natürlich mit einem Vorteilsrechner auch sofort gut hin. Die Aussage ist so ein bisschen, ne, welche Verzinsung müsste ich eigentlich so auf so einem Bankkonto haben, wenn ich da stattdessen mein Geld hinlege, damit diese Investition genauso attraktiv wäre wie die Maßnahme. Da kommen mitunter auch bei Maßnahmen mit etwas höheren Amortisationszeiten erstaunlich hohe Prozentzahlen raus, gerade wenn die ein bisschen längere Nutzungsdauern haben. So viel vielleicht dazu. Das ist eine zweite sehr wichtige Kennzahl. Das ist eigentlich so die maßgebliche Wirtschaftlichkeitskennzahl, würde ich sagen, weil die eben wirklich so eine Rendite ausdrückt, dieser interne Zinsfuß. So, daran kann ich auch ganz gut verschiedene Maßnahmen, Alternativen miteinander vergleichen. So, wird aber nicht so häufig ausgewertet, einfach weil die Berechnung, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen komplizierter ist. Vielleicht liegt es daran. Aber eigentlich ist das Maß der Wirtschaftlichkeit hier. Ja, vielleicht nochmal kurz zum Kapitalwert selber. Hier ist nochmal aufgeführt, wo der hier in dem hier aufgeführt ist. Also das kommt hier, steht das drin, Aufbau eines Energieaudits. Das steht in diesem BaFa-Leitfaden für Energieauditberichte 16247 drin. Muss man also hier erheben. Genau. So, dann gibt es noch eine Kennzahl, die heißt Return on Investment. Das ist so eine Art Effizienzkennzahl eigentlich, weil da schaue ich mir an, wie groß ist denn hier der Nutzen quasi, also die Einsparungen, die ich insgesamt so erziele, im Verhältnis zu dem Aufwand, den ich getätigt habe, also im Verhältnis zu der Investition, die ich hier getätigt habe. Wenn man so in der Literatur guckt, kriegt man zwei verschiedene Interpretationen von diesem Begriff. Es gibt sogar noch mehr, aber wenn es um diese Effizienzdarstellung quasi geht, Nutzen, ne? Also Einnahmen durch die Investition, gibt es zwei unterschiedliche Arten eigentlich. Einmal sagen, kann man sehen, gut, man kann sich das als Verhältnis aus Kapitalwert der Investition und der Investition ausdrücken. Also ich teile diese gelbe Fläche hier quasi durch die blaue Fläche. Das wäre hier Kapitalwert der Investition durch die Investition selber. Da ist quasi alles, was über Null ist, wäre dann quasi eine sinnvolle Sache. Demnach, wenn ich auf die Barwerte gucke, dann würde ich halt schauen, dass das über 1 sein muss, ne? Weil da ist die Investition selber ja noch nicht abgezogen. So, in dem Vorteilsrechner rechnen wir hier mit Kapitalwert durch Investition. Dazu dann aber später. Ja, das ist nochmal so eine Kennzahl, die vielleicht so eine gewisse Effizienz quasi des Kapitaleinsatzes eigentlich ausdrückt. So, und na gut, jetzt haben wir verschiedene Kennzahlen gesehen. Wir haben Kapitalwert selber. Was sind die Einsparungen heute wert? Wir haben diesen internen Zinsfuß, der die Rendite der Maßnahme ausdrückt. Wir haben jetzt noch einen Return on Investment, der so die Effizienz des Kapitaleinsatzes ausdrückt.
Den allen ist gemein, dass sie jetzt aber auch die ganzen Einsparungen, die über so eine ganze Nutzungsdauer anfallen, auch berücksichtigen. Und natürlich gibt es auch, ja, es gibt noch eine weitere Kennzahl, Annuität. Da schaut man sich an, wenn ich jetzt meine Nutzungsdauer habe und meinen Kapitalwert, also die ganzen abgezinsten Rückflüsse minus Investitionen, wenn ich diesen Kapitalwert durch die einzelnen Jahre teile, was ist denn da quasi der durchschnittliche Wert pro Jahr? Das ist, was eine sogenannte Annuität ausdrückt. Ja, das ist von denen, die ich jetzt gesagt habe, nach meinem Geschmack eher die eine, die ich vielleicht nicht so sehr brauche. So, alle Indikatoren, die wir uns bisher angeschaut haben, die gucken auf einen Zeitstrahl, ne? Also ich habe hier immer bis Ende 10. Jahr gesagt. Man kann auch über eine gesamte Nutzungsdauer natürlich gucken. Und es gibt noch eine Kennzahl, das ist die populärste Kennzahl, die macht das gar nicht. Die schaut eigentlich gar nicht auf die Nutzungszeit. Die drückt eigentlich auch keine Wirtschaftlichkeit und keine Rendite aus, sondern das ist eher so ein Risikomaß, also so ein Maß, wie lange ist denn mein Kapital, das ich da wo einsetze, wie lange ist das denn gebunden, ne? Bis wann ist das wieder zurückgeflossen? Und das ist die Amortisationszeit, die gut bekannte. Die ist erstmal sehr populär, wahrscheinlich, weil die so einfach zu berechnen ist. Ich habe hier meine Investitionen und die teile ich jetzt hier durch meine Einsparungen und schwupps, schon habe ich hier die Anzahl der Jahre, die ich brauche, bis sich der ganze Kram hier refinanziert hat. Ich stecke hier Geld rein, jetzt kommen hier die ganzen Einsparungen zurück und irgendwann habe ich hier die Einsparung minus Investition, die ist dann halt irgendwann positiv. Hier wären wir wahrscheinlich so um die 3,7 Jahre unterwegs. So, genau. Auffällig ist da erstmal, naja, da ist meistens erstmal kein Zinssatz berücksichtigt, aber auch da kann ich einen kalkulatorischen Zinssatz zugrunde legen. Also auch da kann ich bewerten, zukünftige Einsparungen haben für mich irgendwie einen geringeren Wert als welche, die jetzt sehr nah heute anfallen. Auch da kann ich das natürlich so abziehen. Dann habe ich die dynamische Amortisationszeit. Dynamische Amortisationszeit heißt, ich berücksichtige da auch so diesen Zeitwert des Geldes, ne? Also diese kalkulatorischen Zinsen. So, und drückt aber eigentlich keine Wirtschaftlichkeit aus im Sinne von Rendite, sondern eher so ein Risikokapitalbindungsdauer. Ne? Wie lange ist mein Kapital gebunden? Das drückt die Kennzahl eigentlich aus. Ist häufig das maßgebliche Entscheidungskriterium, aber wenn man sagt, ich will eine wirtschaftliche Maßnahme umsetzen, dann geht es eigentlich eher um die interne Verzinsung. So, ja, vielleicht ein Schwachpunkt auch von dieser Amortisationszeit, naja, die Nutzungsdauer, ne? Die hat gar kein Ergebnis auf die Amortisationszeit. Also egal, ob die Maßnahme hier jetzt 20 Jahre hält oder ob die hier nach 5 Jahren hier die nächste große Erneuerungsinvestition ansteht, hat überhaupt gar keinen Einfluss auf diese Amortisationszeit, weil die eben nicht die einzelnen Cashflows, die einzelnen Zahlungsströme über die ganze Nutzungszeit einbeziehen, sondern eben nur guckt, bis wann bin ich hier im positiven Bereich und dann so einen Cut macht und sagt, jetzt gucke ich nicht weiter. Das ist die Amortisationszeit. Ja, genau, da ist man ja häufig so bei Werten unterwegs, naja, je nachdem. Häufig hat man den Wert, dass man sagt, gut, alles, was irgendwie über 3 Jahre ist oder so, kann man nicht umsetzen. Wenn man sich das mal vorstellt in so einer internen Verzinsung für eine Maßnahme, die dann vielleicht auch noch 10, 15 Jahre hält, würde es ja am selben Atemzug quasi bedeuten, naja, ich lege mein Geld nur dann an, wenn ich Zinsen von über 40% pro Jahr kriege oder sowas. Also, naja, diese Amortisationszeit ist halt, klar, kann ich schon verstehen, Kapitalbindungsdauer ist wichtig, dass das auch wieder schnell zurückfließt, das Geld, gerade wenn man auch nicht in 20-Jahres-Zyklen denken kann, vielleicht braucht man da auch schnelle, enge Betrachtungszeiträume, aber naja, ist eben wichtig, vielleicht auch einen ganzheitlichen Set zumindest mal anzubieten als Entscheidungskriterium. So, das war jetzt eigentlich schon der Part zu den verschiedenen Wirtschaftlichkeitskennzahlen. Wir haben so einen Überblick gekriegt über einen Kapitalwert, interne Verzinsung und die anderen Geschichten. Hier ist nochmal alles dargestellt. Selbstverständlich kriegen Sie die Folien natürlich auch nochmal alle am Ende dieser Veranstaltung. Laden wir das hoch. Das Video gibt es dann ja auch. Im Nachgang, vielleicht werden wir das noch ein paar Mal wiederholen, je nachdem. So,
Ja, das ist also erstmal so die Art und Weise, wie ich Wirtschaftlichkeitskennzahlen ausdrücke, was die auch jeweils so bedeuten. Es macht sicher Sinn, nicht nur eine davon zu berechnen, sondern mehrere, um vielleicht sowohl die Kapitalbindung eine Aussage zu treffen im Sinne der Amortisationszeit, aber gleichzeitig auch was zur Wirtschaftlichkeit sagen zu können und dann auch von der Dimension der Einsparungen, die ich so insgesamt erzielen wäre. Dafür ist der Kapitalwert eigentlich ganz gut. Ja, diese drei, mit denen kommt man eigentlich ganz gut hin. Kapitalwert, interne Verzinsung, Amortisationszeit, da hat man eigentlich alle Facetten berücksichtigt. Genau. So, jetzt geht es nicht um die Frage, wie berechnen wir eigentlich unsere Wirtschaftlichkeit, sondern naja, wie können wir denn vielleicht sogar unsere Wirtschaftlichkeit verbessern? Gibt es da vielleicht Finanzierungshilfen vom Staat, die uns unsere Investitionslast so ein bisschen runterdrücken? Klar, wenn die Investitionssumme sinkt durch eine Förderung, dann wird natürlich die Amortisationszeit viel kürzer und auch die ganzen anderen Kennzahlen, die verbessern sich dann ja auch. Schauen wir uns mal die wichtigsten Förderprogramme an. Und wir gehen jetzt mal nur so auf Investitionszuschüsse ein. Es gibt ja auch noch Kredite und so. Unsere Erfahrung nach sind die Investitionszuschüsse die gefragtesten. Deswegen konzentrieren wir uns mal hier drauf. So, jetzt kann man sich natürlich überlegen, naja, warum gibt es denn hier jetzt in der BVE-Klimaschutzkampagne, warum gibt es denn im Plus-Plus-Prinzip jetzt nochmal hier so einen Überblick über Förderprogramme? Es gibt doch eine Förderdatenbank des Bundes. Ja, die gibt es wirklich. Also wenn Sie förderdatenbank.de tippen, dann finden Sie da auch was. Wenn man da mal, also ich habe da mal ein paar Sachen auch mal eingegeben, zum Beispiel Energieeffizienzlüftung oder sowas. Da wird man dann weitergeleitet, da kriegt man dann vorgeschlagen ein Förderprogramm, das sich an Kommunen richtet und so weiter. Die Sache ist halt, dass hier unglaublich viele Förderprogramme drin sind, die natürlich auch so ein bisschen gleichberechtigt präsentiert werden müssen. Aber hat auch so ein bisschen den Nachteil, dass man nicht so schnell zu dem eigenen Förderprogramm kommt, das eigentlich wirklich so relevant für einen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal Verpackungsmaschine, Energieeffizienz mal so eingebe, kriege ich halt zurück, naja, Förderprogramm. Förderung der Energieeffizienz des elektrischen Eisenbahnverkehrs, ne, und dann irgendwie als zweites Programm europäisches Meeres- und Fischfang vor. Da denke ich mir jetzt, naja gut, ist vielleicht nicht so meins, ne. Deswegen haben wir uns gesagt, gut, grenzen wir nochmal so die wichtigsten Förderprogramme für die Ernährungsindustrie hier nochmal ein in so einem Online-Seminar. Und wir hinterlegen dann auch nur die in diesem Wirtschaftlichkeitsrechner. Also wir sind ja wir müssen ja nicht ganz so neutral sein. Wir können ja sagen, für die Ernährungsindustrie, die wichtigsten Förderprogramme, das können wir hier mit der BVE durchaus entscheiden. Wenn man jetzt so eine Förderdatenbank packt, macht, muss man natürlich gucken, alle Programme irgendwie gleichberechtigt zu behandeln. Genau, das mal so ein bisschen zum Hintergrund, warum wir das überhaupt hier so machen, diesen Teil. Und ich würde Ihnen jetzt mal hier so die wichtigsten Zuschussprogramme vorstellen. Erstmal sind das diese Programme vom BAFA, Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle, gibt hier Investitionszuschüsse für Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen. Da gibt es vier unterschiedliche Bereiche. Das ist in Module aufgeteilt. Das erste, da geht es um Querschnittstechnologien. Ja, anderes Wort dafür wäre vielleicht auch so Versorgungstechniken. Da geht es mehr so um Druckluftstationen, Elektromotoren und solche Geschichten. Dann gibt es noch ein Modul, das richtet sich vorrangig an Prozesswärme aus erneuerbaren Energien. Hier ist jetzt mal so Restholz, Abfallholz mal so dargestellt aus der Industrie. Da streiten sich ja auch die Geister drüber. Ist Holz überhaupt so eine sinnvolle Sache? Da sage ich später gleich vielleicht nochmal was dazu. Dann gibt es noch mal ein Modul, da geht es um die Förderung von Mess- und Regeltechnik. Klar, weil Mess- und Regeltechnik ist ja auch wichtig, um dann im operativen Betrieb die Effizienz von so einer Anlage hochzuhalten oder kontinuierlich zu verbessern. Da wird auch die Software quasi gefördert. Und es gibt auch noch Förderungen für die Optimierung von Anlagen und Prozessen. Da geht es mehr um die systemische Denkweise. Also systemische Denkweise, wo man eben sagt, gut, ich habe hier verschiedene Komponenten, nicht nur eine Druckluftstation, sondern vielleicht auch noch irgendwas an der Produktionsanlage, was ich da vielleicht noch mache. Und noch ein paar andere Dinge. Und das im systemischen Verbund wirkt eben als zu einer Energieeinsparung führt das. Dafür ist dieses Modul 4 da, während diese Sachen hier mehr so den Komponentenblick haben, geht Modul 4 eher so auf die Wirkung und auf die systemische Einbettung, fokussiert das eher.
So, schauen wir uns erstmal an, was sich da vielleicht auch nochmal aktuell getan hat. Also die Förderprogramme, die gab es ja vorher auch schon. Neu ist aber jetzt seit dem 1. November 2021, also seitdem die neuen Förderrichtlinien jetzt in Kraft ist, diese ganzen Investitionen, die müssen ready sein für erneuerbare Energien. Also man will hier keine sogenannten Lock-in-Effekte haben. Lock-in ist so ein politischer Begriff, der bezeichnet, man will jetzt nicht Investitionen anregen in Technologien, die unsere Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen noch weiter fundamentieren, ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen effizienten Gaskessel fördere, der aber nur mit fossilem Erdgas gut funktioniert und mit nichts anderem, dann heißt das ja, dass ich irgendwie die nächsten 15 Jahre, solange der da drin steht, auch noch diesen fossilen Verbrauch habe. Das wäre jetzt so ein klassischer Lock-in, ne? Politisch ausgedrückt. Und das will man eben nicht. Also muss man gucken, dass die Investitionen selber, um die es da geht, dass man die im Grunde auch mit erneuerbaren Energien betreiben kann. Für einen Gaskessel würde das zum Beispiel bedeuten, dass der auch mit Biomethan laufen kann, von seiner Spezifizierung her. Jetzt noch nicht muss, aber dass er dazu fähig ist. Genau, schauen wir uns mal das erste Modul ein bisschen genauer an. Was steckt denn da so drin? Das ist das Modul für Querschnittstechnologien. Da wird gefördert elektrische Motoren, Antriebe, Pumpen, also solche einzelnen Komponenten. Man kann sich da auch Wärmerückgewinnung fördern lassen und solche Geschichten, Frequenzumrichter. Es gehen auch Nebenkosten damit ein, also Dinge zur Installation und Inbetriebnahme. Insgesamt gibt es da bis zu 30% der Investition gefördert. Und kleine Unternehmen kriegen sogar bis zu 40% der förderfähigen Kosten. Also in dem Fall förderfähigen Kosten, was das ist, sage ich auch gleich nochmal was dazu. Sagen wir erstmal, das ist erstmal die Investition. So, das ist limitiert auf 200.000 Euro pro Vorhaben, sind also nicht so die ganz großen Würfe. Klar, 200.000 Euro ist schon natürlich Geld, aber wenn man jetzt an die ganz große Optimierungsmaßnahme denkt, kann das auch ja deutlich mal, durchaus mal in einen ordentlichen Millionenbetrag hier reingehen. Genau, kennzeichnend hier für dieses Programm ist, das ist schön an dem ist, dass es so einfach ist, weil ich da im Prinzip nach anhand von Listen vorgehen kann. Ich will eine neue Druckluftstation, dann gibt es eben die Kriterien, die ich da erfülle. Und wenn ich die erfüllt habe, dann kriege ich den Förderbescheid auch bewilligt. So, da muss ich jetzt nicht die Einbettung in das gesamte Unternehmenssystem betrachten. Ich betrachte nicht, wie effizient wird diese Druckluftanlage, die da neu ist, denn dann auch in der Praxis betrieben? Sind die Druckluftanwendungen vernünftig ausgelegt? Das sind alles so diese systemischen Denkweisen, die hier keine Rolle spielen bei diesem Förderprogramm. Hier geht es um den Komponentenblick auf genau diese Druckluftanlage. Vielleicht habe ich eine alte, die baue ich ab und dann kommt eine neue Druckluftanlage rein, ne, dass ich ersetze das alte durchs neue. Habe ich diese Komponentengeschichte und ich frage mich eigentlich nicht, wie wirkt das jetzt im Umfeld jetzt besonders effizient. So, das ist der Nachteil auch, sage ich mal. Dadurch ist eben nicht sichergestellt, dass diese Druckluftanlage auch effizient eingebunden ist. Aber der Vorteil ist eben, die Antragswege sind relativ einfach. Da kann ein Projektträger schnell gucken, erfüllt die Kriterienliste, die er da hat, dann macht er seine Haken und gut ist das. Das ist der Vorteil an dieser Komponentensicht. So, was gibt es da noch so? Es gibt als zweites Modul Prozesswärme aus erneuerbaren Energien. Da geht es speziell um Maßnahmen im Bereich der, ja, wie das schon heißt, ne, erneuerbare Energien. Da sind die Fördersätze ein bisschen höher. Thema ist hier Ersatz oder auch die Neuanschaffung von Anlagen zur Prozesswärmebereitstellung. Wichtig, ne? Wärme für Prozesse, nicht für die Raumwärme. Aus Solarkollektoranlagen und so weiter, ne? Also auch Biomasseanlagen, aktuelles, kann man sich überlegen, naja, will ich mir eigentlich so eine Biomasseanlage reinstellen? Man liest ja in den Nachrichten, Holzknappheit, Holzpreise in den Baumärkten steigen ins Unermessliche. Da kann man sich die Frage stellen, will ich das denn zum Heizen verwenden? Scheint ja doch irgendwie auch eine endliche Ressource zu sein, dieses Holz, zumindest nicht so in Hülle und Fülle für alles verfügbar. Da würde ich auch nicht drauf wetten, dass das noch lange da drin stehen bleibt. So, gut, also es geht um Ersatz und Neuanschaffung von Anlagen für erneuerbare Energien für Zubereitung von Wärme. Ich habe gerade eben gesagt, für Prozesswärme. Und da ist das wichtige Kriterium, dass die Wärme zu über 50% für Prozesse verwendet wird. Also wenn Sie jetzt noch eine
Raumwärme haben oder eine Gebäudeheizung auch damit betreiben, ist das okay, solange das aber nicht vorrangig ist, also solange das nicht über diese 50% kommt. Das heißt, alles, was in diesem Modul 2 gefördert wird, das muss vorrangig für die Prozesswärme sein. Ja, es gibt recht umfassendes Scope davon, was da alles in diese Förderung reinkommt. Also Wärmeerzeuger gehören dazu, also diese zum Beispiel Solarthermieanlagen, Wärmepumpen und so weiter. Die ganze Anbindung, auch Mess- und Datenerfassungseinheiten. So, genau, es kam noch mal eine kurze Info rein. Gibt es eigentlich auch Förderprogramme für Photovoltaikanlagen? Auf Bundesebene nein. Auf Länderebene teilweise, teilweise auch für Batteriespeicher. Die sind aber recht schnell abgegriffen worden. Das muss man im jeweiligen Bundesland gucken. Auf Bundesebene gibt es das nicht. Genau. So. Ja, Fördersätze relativ viel, ne? Da geht es auch in ordentliche Millionensummen rein. Also da maximale Fördervolumen sind 15 Millionen Euro, also ganz schön viel. Und das ist ja auch die Fördersumme und nicht der Investitionsbetrag. Also kann man sagen, bei so einer Maßnahme, die so um die 30 Millionen kostet, kriegt man die Hälfte bezuschusst ungefähr. Da sind auch wieder kleine mittlere Unternehmen ein bisschen im Vorteil, die kriegen dann ein bisschen mehr. Also, aber hey, über die Hälfte. Also das ist wirklich viel. Wenn man da erstmal so eine Maßnahme hat, die sich vielleicht in 6 Jahren amortisieren würde, und das irgendwie immer abgelehnt wird, weil zu lange, dann würde ja, wenn man jetzt ein KMU ist, würde man da unter 3 Jahre rutschen. Also kann hier die Förderung schon über Bewilligung oder Nichtbewilligung entscheiden. So, das ist dieses Modul 2. Es gibt jetzt noch dieses Modul 3, da geht es um die Messsteuerregelungstechnik oder eben auch Energiemanagementsoftware, Energieeffizienz-Controlling-Software. Auch da werden Nebenkosten gefördert. Also auch wenn jemand für Sie noch ein Messkonzept erstmal vorneweg erstellt, das ist vielleicht gar nicht so doof, dass man erstmal überlegt, wo will ich hier eigentlich Sachen messen, bevor ich jetzt hier in die Messtechnik groß investiere, dann ist das auch förderfähig. Also auch das Messkonzept selber durch Dritte ist Teil der förderfähigen Kosten. Und auch die ganzen Anbindungen, diese ganzen Imbusleitungen, alles Mögliche, was da noch so drin steckt, gehört damit dazu. Und eben auch die Software selber, Messtechnik, auch Schulung durch Dritte passt da auch alles mit rein. Hier sind die Fördersätze so bei 30% der förderfähigen Kosten für große Unternehmen und bei kleinen mittleren Unternehmen ist man da bei 40% unterwegs. Da ist die Fördersumme auch recht üppig, 15 Millionen Euro, die muss man erstmal ausgeben für Messtechnik. Also da denke ich, ist das sollte wahrscheinlich für die allermeisten kein Limit sein hier dabei. So, es kam gerade noch mal die Frage, wird Wärmeerzeugung auch gefördert, wenn sie hier sowohl für Prozesswärme als auch für Gebäudewärme zur Verfügung gestellt wird? Ja, es muss halt überwiegend für Prozesswärme sein, steht hier auch drin. So, gut. So, ich muss mal ein bisschen auf die Zeit gucken. So, jetzt gibt es noch dieses Modul 4, also manche Fragen beantworten wir auch erst im Nachgang dann. Es gibt noch dieses Modul 4, da geht es um den systemischen Blick. Ich habe gerade so von Komponenten gesprochen eigentlich. Ich tausche eine Druckluftanlage aus oder irgendwas anderes. Es gibt noch dieses Modul 4 und da geht es nicht aus diesem Komponentenblick auf die einzelne Anlage raus und da guckt man sich die Wirkungsweise an. Also zu welchen CO2-Reduktionen führt denn eigentlich hier diese Maßnahme? Und da sehen Sie jetzt eben auch so ein Kriterium. Hier steht zum Beispiel, ne, sehen Sie schon hier bei den Fördersätzen, es gibt 30% förderfähige Kosten, aber eben so ein Deckel maximal 500 Euro pro jährlich eingesparter Tonne CO2. Man guckt sich also auch diese Einsparwirkung an und deckelt das dann nochmal so ein bisschen dynamisch drauf. Da kann es durchaus sein, dass dann halt kein Fördersatz von 30% rauskommt, sondern denn der effektiv quasi so auf 22% runtergeht oder so weiter. Übrigens wird das in diesem Vorteilsrechner, den ich Ihnen ja am Ende noch zeige, automatisch berechnet, ne? Da werden auch diese dynamischen Deckel werden damit angewendet, je nachdem, welche Energieträger Sie da so eingeben. Und da kriegen Sie auch so den effektiven Fördersatz auch mit ausgerechnet.
So, bei kleinen und mittleren Unternehmen ist man da ein bisschen großzügiger. Da sagt man eben, gut, maximal 900 Euro pro jährlich eingesparter Tonne CO2. Von der Dimension her relativ groß. Also hier ist wirklich bei der Hardware wieder maximal 15 Millionen Euro pro Vorhaben. Ist schon eine ganze Menge. Das ist übrigens auch kein Zufall, diese Zahl, sondern das ist genau die Notifizierungsgrenze, bis zu der ein Mitgliedsland der Europäischen Union einfach mal so im Unternehmen fördern darf. Alles, was drüber ist, muss einzeln genehmigt werden von der EU. Deswegen wahrscheinlich diese 15 Millionen hier. Da reizt man das quasi aus. So, und das Schöne an dem Programm ist, es gibt jetzt einen offenen Fokus. Also die sagen gar nicht mehr, wir fördern hier Druckluftanlagen oder Pumpen oder sowas, sondern die fördern einfach Maßnahmen. Maßnahmen, die zu einer Energieeinsparung führen, die zu einer CO2-Reduktion führen. Und ja, wie man das erreicht, ist eigentlich einem eigentlich selber überlassen. So. Und entsprechend, das ist erstmal sehr schön, weil man da sehr frei ist und auch wirklich ganzheitlich denken kann. Der Nachteil ist, dass man halt dann ein Einsparkonzept braucht, weil so ein Projektträger, der will natürlich ein bisschen gucken können, stimmt das denn alles so, was da drin steht? Ist das ein nachvollziehbares Konzept? Sind da die Ursache-Wirkungskriterien ordentlich dargestellt? Ist eine Ist-Situation beschrieben? Ist eine Soll-Situation gut beschrieben? Ist die Maßnahme, die dazwischen quasi liegt, ist die detailliert spezifiziert? Also, da muss man auch noch mal was eingeben zu den CO2-Einsparungen und sowas. Also es ist dann quasi schon eigentlich so eine ganze, ja, so eine ganze Energieanalyse inklusive Maßnahmenkonzept. Ne? Deswegen ja, ist der Antragsweg da ein bisschen umfangreicher, aber auch sehr reduziert worden in der letzten Zeit wieder. Man versucht es da schon auch den Unternehmen möglichst einfach zu machen, aber eine gewisse Nachvollziehbarkeit braucht man da natürlich doch. Da macht sich ja dann auch wieder eine Umsetzungsbegleitung durch Energieexperten vielleicht einen Sinn. Das bieten ja auch viele an. So, und das ist dann eben auch förderfähig. Ne? Auch hier ist das Einsparkonzept quasi drin. So, wir haben uns jetzt ein paar Module angeguckt. Eins in die Richtung gibt es noch. Es gibt neben diesen BAFA-Modulen 1 bis 4 gibt es noch ein weiteres Programm. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie dieses Modul 4. Das ist der Förderwettbewerb Energieeffizienz. So. Da steckt schon mal das Wort Wettbewerb drin. Es scheint ja also so eine Art Konkurrenz zu geben. Und das ist auch der Gedanke von diesem Förderprogramm. Da sagt man sich, naja, warum legen wir eigentlich sowas wie Fördereffizienz oder sowas fest? Als Kriterium machen wir doch einfach mal einen Förderaufruf und schauen, was so an Anträgen reinkommt. Und dann wählen wir uns die, dann bewilligen wir die ganzen Anträge bis zu den Verfügung stehenden Mitteln in diesem Fördertopf und wählen uns dann halt die attraktivsten aus. So ist die Denkweise. Man will die attraktivsten Anträge hier fördern, die hier reinkommen. Deswegen Wettbewerb. Das vorangegangene Programm hieß ja Step Up. Damit ist das Ganze so ins Rollen gekommen. Das Schöne an dem Wettbewerb ist natürlich, hier gibt es mehr Prozente. Wenn Sie hier schon sehen, hier geht es um sogar maximal 60% der förderfähigen Kosten. Also wirklich viel mehr als die Hälfte. Und hier wird auch gar nicht unterschieden zwischen großen Unternehmen und kleinen, mittleren Unternehmen. Wenn man da seinen Antrag einreicht und das bewilligt kriegt, geht es hier um 60%. Also mehr als die Hälfte vielleicht sogar. So, es gibt hier auch keine Grenzwerte für irgendwie eine CO2-Einsparung oder Euro pro CO2 eingesparter Tonnen. Ja, weil das regelt sich hier eben durch diese Verknappung der Fördermittel quasi hier pro Ausschreibungsrunde. Ja, was ist förderfähig? Was hier förderfähig ist, ist genau dasselbe wie beim BAFA-Modul 4. Man kann hier aber eben mit höheren Fördersätzen rechnen. Auch hier ist ein Einsparkonzept zu machen natürlich. Das ist sehr ähnlich strukturiert wie bei dem BAFA. Auch da braucht man natürlich eine Ist-Situation, Soll-Situation und so weiter. Und auch das ist technologieoffen. Also das ist offen, das ist jetzt das Programm eigentlich so mit den höchsten Fördersätzen hier. Aber dafür hat man vielleicht auch ein höheres Risiko, dass der Antrag halt nicht durchgeht. So, man kann übrigens auch nicht gleichzeitig bei unterschiedlichen Programmen Anträge stellen. Also jetzt könnte man sich auch auf die Idee kommen, gut, stelle ich halt einen Antrag beim BAFA-Modul 4 und gleichzeitig auch hier beim Förderwettbewerb. Da muss man sich schon entscheiden. Das kriegen die auch mit, die reden auch miteinander, die Projektträger. Beim Förderwettbewerb Energieeffizienz ist der Projektträger ja der VDI, VDE IT heißen die. Und bei den Modulen,
ist das immer das BAFA. Aber die gucken schon untereinander, was für Anträge da eingereicht worden sind. So weiß ich deswegen, weil ich auch schon mal an diesem ganzen Prozess mal ein bisschen mitbeteiligt war auf Projektträgerseite. So, das war dieser Wettbewerb Energieeffizienz. Schauen wir uns den nochmal gegenüber, vielleicht mit diesem BAFA Modul 4, auch weil die so ähnlich sind. Beide sind technologieoffen. Beide haben noch was ich nicht gesagt habe. Die haben ein Kriterium. Also da will man eben auch keine Maßnahmen fördern, wo man eben sagt, naja, die würden ja auch ohne Förderung sofort umgesetzt werden. Also irgendwas, was sich nach 2 Jahren hier amortisiert, sagt man eben, naja, das fördere ich aber auch nicht mehr. Deswegen gibt es so diese Grenzwerte für die Amortisationszeit. Beim BAFA Modul 4, das ist ja tatsächlich ein bisschen großzügiger als der Wettbewerb Energieeffizienz. Ne? Das BAFA Modul 4, das sagt, wenn eine Maßnahme ohne die Förderung sich in über größer gleich 3 Jahren amortisiert, dann ist erstmal dieses Kriterium erfüllt. Wir haben ja ganz am Anfang jetzt was gehört von statischer oder dynamischer Amortisationszeit. Hier wird die reine statische Amortisationszeit herangezogen, ohne irgendwelche kalkulatorischen Zinsen. Und es wird auch nur die energiebezogene Amortisationszeit betrachtet. Ne? Genau. Bei dem Wettbewerb Energieeffizienz ist das ein bisschen schärfer hier. Da sagt man über 4 Jahre. Genau, aber dafür hat man hier halt vielleicht auch höhere Fördersätze. Man hat vielleicht noch die etwas langfristigeren Maßnahmen da drin, aber entsprechend höhere Förderquoten gibt es dafür dann eben auch. So, das waren jetzt eigentlich auch schon die ganzen Investitionszuschüsse. Es gibt noch einen wichtigen Hinweis. Und zwar habe ich jetzt häufig auch nicht von Investitionskosten gesprochen, sondern von förderfähigen Kosten. So, und das ist nochmal so ein Kapitel für sich. Diese ganzen Fördersätze, die Sie gesehen haben, geht es eben um die förderfähigen Kosten. Ne? Und das ist nicht immer die Investition. Hintergrund ist folgender. Es gibt von der EU gibt es ein Dokument, das heißt Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, AGVO. Da sind die Spielregeln quasi drin festgeschrieben, wie Mitgliedsländer der EU die Unternehmen fördern dürfen. Und da steht zum Beispiel auch drin, dass man, da gibt es so einen Förderparagrafen, Artikel 38 ist das, glaube ich, hier. Da steht drin, wie man Maßnahmen zur Energieeffizienz eigentlich fördern darf. Und da steht eben drin, man darf nur die sogenannten Investitionsmehrkosten fördern. Also man will den Teil der Investition fördern, den ich aufgrund der Energieeffizienzsteigerung tätige. So, das ist nicht immer so ganz so eindeutig abzugrenzen. Also es gibt dann 2 Unterscheidungen. Entweder der Fall ist sowieso sonnenklar, also der ergibt sich aus der Maßnahme schon selber. Beispiel, es ist eine Zusatzinvestition. Sie haben einen Frequenzumrichter, den Sie irgendwo nachrüsten oder eine Wärmerückgewinnung, die ich hier wohl dazu packe. Und der Bestandsprozess, der bleibt in vollem Umfang erhalten. Sie packen was anderes dazu und machen damit den Bestandsprozess, machen den effizienter. Da ist es völlig klar, die Investition, die Sie tätigen, ist ausschließlich zur Effizienzsteigerung da. Das bedeutet, Investitionskosten ist genau dasselbe wie die förderfähigen Kosten. Also beziehen sich auch diese Prozente Förderung auf die ganze Investition. So, jetzt gibt es noch einen Fall, wo das auch so ist. Jetzt kann es ja sein, dass Sie sagen, naja gut, meine Anlage, die steht da jetzt, die ist recht groß und die läuft aber gut, die ist solide, die ist noch ganz gut im Schuss und die würde es auch die nächsten Jahre, würde die noch ordentlich so weiterarbeiten. Die Investition, die ich tätige, mache ich ausschließlich aus Energieeffizienzgründen, weil eine andere Anlage eben mir geringere Energieverbräuche liefert. Deswegen ausschließlich aus diesen Effizienzerwägungsgründen investiere ich in die neue Anlage. Da würde man auch sagen, gut, Investitionskosten ist quasi die volle Bemessungsgrundlage für diese Förderquote. Das kann ich also dann auch wieder sagen, Investitionen gleich diese förderfähigen Kosten. Und diese Fachplanung und so weiter gehören natürlich auch dazu. So, jetzt gibt es ein Kriterium, da hat man sich auch lange überlegt, jetzt kann es ja sein, dass eine Anlage irgendwie 50 Jahre alt ist und sowieso schon aus dem letzten Loch pfeift quasi. Und da liegt natürlich nahe, dass ich dann sage, na gut, ich brauche eh eine neue Anlage, gehe ich halt mal hier hin zu diesem Förderprogramm und da lasse ich mir die ja mal komplett jetzt einfach mal so bezuschussen. Ist nicht so im Sinne des Erfinders.
dass man hier quasi den Erhalt der Produktion fördern will, weil eine alte Anlage vielleicht sowieso an ihre Grenze kommt. Deswegen hat man da gesagt, naja, man muss eine Referenzinvestition ansetzen. Man muss darlegen, was würde ich denn machen, wenn ich diese Förderung hier nicht bekommen würde. Das ist dann erforderlich, wenn die Effizienzsteigerung gar nicht das maßgebliche Investitionsmotiv ist. Also zum Beispiel, Sie holen sich eine Anlage mit einer viel größeren Kapazität. Ne? Sie ersetzen irgendwie so eine Produktionsanlage durch eine viel größere neue Anlage. Dann sagt man da auch, gut, Motivation ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nur die Effizienzsteigerung, sondern eben auch die Ausweitung der Kapazitäten. Ne? Oder aber die Anlage ist eben so alt, dass sie sowieso nicht mehr mit einem Ausfall zu rechnen ist. Dieses Alterskriterium wird festgemacht anhand der Abschreibungslisten. Also für Sie, es gibt ja im Internet so diese AFA-Abschreibungslisten. Da steht drin, wie groß so diese technische Nutzungsdauer von so einer Anlage ist, über die abgeschrieben werden kann. Das wird als maßgebliches Kriterium herangezogen für den Anlagentyp quasi oder für den hauptsächlichen Anlagentyp. Es gibt ja meistens mehrere Anlagen bei so einem systemischen Ansatz. Und da schaut man dann eben nach, ist denn da noch über ein Viertel der betrieblichen Nutzungsdauer da? Wenn Sie jetzt also eine Maßnahme haben, die eine Nutzungsdauer von hier 16 Jahren hat, dann sollte die nicht älter als 12 Jahren sein, wenn ich mich jetzt im Kopf nicht verrechnet habe. Genau, da sollte also über ein Viertel noch da sein. Genau. Dann könnte ich wieder sagen, gut, Referenz ist, ich mache gar nichts. Wenn aber die betriebsübliche Nutzungsdauer noch unter 25% übrig ist, da muss man sagen, gut, ich muss eine Referenz ansetzen und die Referenz ist eine Investition, die ich ansonsten tätigen würde. In der Praxis heißt es, Sie holen sich ein anderes Angebot von einer anderen Anlage, die weniger effizient ist. Und hier stehen die ganzen Kriterien da unten auch nochmal drin, die ebenfalls neu am Markt verfügbar ist, also auch keine gebrauchte Anlage, die ich nochmal aus dem Schuppen irgendwo raushole und dann nochmal hinstelle. Auch keine Anlage, die man gar nicht verkaufen darf. Ne? Das erledigt sich sowieso. Gesetzliche Mindestanforderungen an Effizienz, das ergibt sich ja aus Ökodesign und diesen ganzen Zulassungskriterien hier. Genau, und die eben auch sowas Ähnliches, so einen ähnlichen Nutzen liefern können, wie die Anlage, die Sie haben wollen. Also Nutzen mit Bezug auf Art der Produktion und Menge. So ist das mit der Referenzinvestition. Also es kann, und diese Förderquote ist eben dann auf diese Mehrkosten gegenüber dieser Referenzanlage bezogen. So, das ist natürlich relativ kompliziert alles dargestellt. Es ist halt, da muss man eben auch viel regeln. Ich hab's hoffentlich geschafft, das einigermaßen verständlich erstmal rüberzubringen, was hier überhaupt förderfähige Kosten sind, auf die sich die Förderquoten wiederum beziehen. So, jetzt, das war relativ lang dazu, aber es betrifft die ganzen Förderprogramme, die wir eben gerade gesehen haben. BAFA Modul 1, 2 und 4. 3 nicht. Warum nicht 3? Naja, bei 3 geht es eben um Messtechnik und um Energie-Controlling-Software. Deswegen ist das da, erübrigt sich das da. Da gibt es ja sicher keine Referenz. So, jetzt gibt es noch ein neues Förderprogramm. Relativ neu, das ist das Förderprogramm, das sich an den Gebäudebereich richtet. Die Förderprogramme, die wir gerade gesehen haben, da geht es eigentlich so um Prozesswärme, Anlagen in ihrer Produktion. Und es gibt noch ein Förderprogramm, das ist relativ neu. Das hat das alte KfW-Programm eigentlich so abgelöst, kann man sagen. Da geht es um Maßnahmen am Gebäude und an der Gebäudetechnik selber. Also Maßnahmen, die auf das Gebäude abzielen. Auch da haben wir förderfähige Kosten pro Antrag von maximal 15 Millionen Euro. Also auch hier bewegen wir uns ganz eng an der Notifizierungsgrenze, nennt man das, ne, ab wo ich Maßnahmen bei der EU genehmigen lassen muss. Da sagt man eben maximal 15 Millionen, damit man das alles auf nationaler Ebene hier bewilligen kann. Das ganze Programm ist strukturiert in 3 Bereiche. Die ersten sind erstmal nicht relevant, Wohngebäude, ne? Wir sind im Nicht-Wohngebäudebereich hier unterwegs und die Einzelmaßnahmen. Was sind Einzelmaßnahmen? Die sind auch nochmal definiert, was das sein kann. Das sind Maßnahmen an der Gebäudehülle, also Fenster, oberste Geschossdecke, Dach, Wände, Dämmung, Wärmeschutz und so weiter. Dann gibt es nochmal den Bereich
Anlagentechnik, erstmal abgegrenzt von Heizungstechnik, da zählen dazu die raumlufttechnischen Anlagen, Lüftung und so weiter, Frischluftversorgung, dass die Leute sich auch wohlfühlen und genug Sauerstoff hier kriegen. Dann auch durchaus Maßnahmen an der Gebäudeleittechnik, Steuer- und Regelungstechnik, bezogen jetzt auf die Raumlufttechnik. Ne? So, hier auch, ja, interessant, eine Beleuchtungssysteme. Das war eine ganz schön lange Zeit, konnte man sich das nicht fördern lassen. Hier ist es jetzt aber wieder drin, bevor man jetzt losrennt und sich neue LEDs kauft. Es gibt das Kriterium, dass es aber einer bestimmten Anforderungen genügen muss. Man hat sehr hohe Anforderungen an die LED-Technik hier und außerdem braucht man da eine Tageslichtdimmung, also so ein bedarfsgerechtes Beleuchtungssystem. Genau, aber ist hier auf jeden Fall wieder mit drin. Der weitere Bereich sind Anlagen zur Wärmeerzeugung. Da geht es jetzt speziell um Heizungstechnik, auch da wieder wichtig, ne? Ready für erneuerbare Energien quasi. Was da auch gefördert wird, ist auch spannend, so Anschlüsse, also Leistungsanschlüsse, wenn man jetzt irgendwo anders eine Wärmequelle hat und sich daran anbindet und das dann eben zur Raumwärme benutzt, das ist auch förderfähig. Und dann noch solche Maßnahmen zur Heizungsoptimierung selber. Da gibt es jetzt gar nicht so diesen einheitlichen Fördersatz, sondern da wird sehr stark unterschieden, je nachdem, welche Maßnahme ich denn hier so umsetze. Da hat sich auch ein bisschen was verändert jetzt Anfang November im Detail. Also erstmal, genau, vielleicht nochmal unabhängig davon, im Bereich Nichtwohngebäude braucht man einen Energieeffizienzexperten, der muss da eingebunden werden bei diesen Anträgen. So, und hier sehen wir mal so die einzelnen Förderquoten bei diesen Einzelmaßnahmen. Da sehen Sie, naja, bei Heizungsanlagen schauen wir auf die höchsten. Die höchste Förderung gibt es zum Beispiel hier für ja, Wärmepumpen, werden sehr ja, großzügig gefördert auch, wenn damit ein Austausch einer alten Ölheizung verbunden ist. Ich habe irgendwo einen alten Ölkessel drinstehen, da sage ich, gut, den beerdige ich jetzt. Und wenn ich dann sage, gut, er ist beerdigt, dann kriege ich halt nochmal so eine Bonusförderung obendrauf. Hier bin ich dann so bei 45% unterwegs. Förderquote, ganz schön. Gashybridanlagen auch sehr interessant. Solarthermie, 30% immerhin. Ne? Auch Gasbrennwertheizungen. Hier steht eben jetzt dieses Renewable Ready. Ne? Also die kann ich auch mit, wichtig, dass man die dann eben auch mit ja, grünem Gas, wie ja die schönen Ausdrücke jetzt gerade so heißen, betreiben kann. Ja, vielleicht nochmal, was sich auch noch verändert hat. Es gibt hier auch noch diesen Anschluss an Gebäude und Wärmenetz, auch spannend. Ich kann mich hier an ein Wärmenetz anschließen, wo jetzt hier Wärme zur Verfügung steht. Bisher war das begrenzt auf den Bereich Wärme aus erneuerbaren Energien. Also ich habe irgendwo eine Wärmeleitung langfließen, vielleicht auch bei jemand anderem als bei mir. Und da ist Wärme drin. Ne? Und die, da kann ich sagen, ich baue mir jetzt mein so eine große Leitung dahin und hole mir jetzt hier die Wärme raus und nehme die für die Raumwärme her. Wenn ich dadurch auf einen Anteil von über 55% erneuerbaren Energien komme in meiner Wärmeversorgung, dann wird der ganze Kram auch mit 35% hier bezuschusst. Und wenn ich gleichzeitig auch noch eine Ölheizung beerdige dabei, dann kriege ich 45%. Jetzt hat sich nochmal was geändert, weil es gab ja noch diese Sachen, naja, es gibt ja auch so viele Überschusswärme aus nicht erneuerbaren Energien, die einfach so weggeblasen wird in die Umwelt. Da wäre es doch eigentlich auch ganz sinnvoll, auch da die Nutzung zu fördern, auch wenn das jetzt nicht erneuerbare Energien sind, also diese unvermeidbare Abwärme, wenn ich die wo habe. Und da gibt es eben seit dem 1.11., also seit diesem Monat, auch die Möglichkeit, auch da Wärmenetze zu fördern. Da wird nämlich quasi diese unvermeidbare Abwärme wird behandelt wie erneuerbare Energien. Das ist neu jetzt aktuell. Also wenn irgendwo ein Kraftwerk steht und die Abwärme haben und das vielleicht auch noch kein grünes Kraftwerk ist und das irgendwas so rausgeblasen wird, die Abwärme, dann kann ich sagen, gut, unvermeidbar, diese Abwärme, weil die entsteht halt bei der Verstromung. Und dann kann ich mir mein Wärmenetz quasi dahin bauen und kriege das gefördert. So viel zum BEG. So, jetzt haben wir uns diese ganzen Investitionsförderprogramme angeschaut. Es gibt noch eins, das soll hier nicht unerwähnt bleiben. Es gibt noch ein Förderprogramm des Umweltministeriums.
Das ist die Klimakälterichtlinie, die gibt es auch schon recht lange. Und die zielt gar nicht so primär auf Energieeinsparung ab, ist ja auch das Umweltministerium, ne? Das Wirtschaftsministerium ist ja hier für Energie eigentlich zuständig. Beim Umweltministerium geht es um Klimaschutz. Wir sind ja hier auch in der Klimaschutzkampagne, ne? So, und dieses BMU-Förderprogramm Kälte-Klimarichtlinie, die zielt auf klimaschädliche Kältemittel eigentlich in erster Linie. Also wenn ich Kältemittelleckagen habe, dann hat das ja auch eine ziemlich üble Wirkung. Die CO2-Äquivalente von diesen halogenisierten Kältemitteln, die sind teilweise ja ziemlich hoch. Und da möchte man auch ganz gerne, dass die Leute auf andere Kälteanlagen wechseln, die klimafreundlichere Kältemittel einsetzen. Aber es unabhängig davon, es geht schon auch um die Energieeinsparung. Also man kann sich natürlich auch Anlagen fördern lassen, die zu einer Energieeinsparung führen. Aus dem Grund haben sie die Kälteanlagen auch in dem BAFA-Modul 1 nicht gefunden, ne, weil man da auch keine Doppelförderung machen will. Was Sie aber machen können, Sie können sich so eine Kälteanlage in dem Modul 4 fördern lassen, wo es um den systemischen Ansatz geht. Und in dem Wettbewerb Energieeffizienz geht es auch. Aber wenn Sie separat Förderung für Kälte-Klimaanlage machen wollen, ist das BMU-Förderprogramm hier das Richtige für Sie. Wird auch als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Es ist auch in einem ähnlichen Bereich gedeckelt wie diese BAFA Modul 1. Hier ist man bei höchstens 150.000 Euro pro Antrag unterwegs. Was ein bisschen kompliziert ist, ist, dass die Förderhöhe nicht so eindeutig ausgewiesen werden kann. Also der maximale Fördersatz ist hier bei 50%, aber da wird eben unterschieden nach dem genauen Art der Kälteerzeugungsanlage. Da gibt es so einen Förderrechner direkt bei dieser Kälte-Klimarichtlinie, wo einem der exakte Wert ausgerechnet wird. So in unserem Vorteilsrechner ist das auch drin. Da rechnen wir mit, gehen wir davon aus, dass hier die tollste Technik nehmen und dass da 50% erreicht werden können. Da ist dann aber auch darauf hingewiesen, quasi, dass man sich dann vielleicht für einen exakten Betrag nochmal diese Kälte-Klimarichtlinie angucken sollte. So, das als nicht rückzahlbarer Zuschuss. Jetzt haben wir den ganzen Block Investitionsförderung hinter uns. Wir haben uns die BAFA-Module angeschaut. Uns angeguckt, was ist im Gebäudebereich denn auch so unterwegs und gibt es welche anderen Förderprogramme gibt es noch. So, darüber hinaus gibt es auch noch Förderprogramme auf Länderebene. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, auf jedes einzelne Bundesland einzugehen und hier die einzelnen Programme nochmal zu zeigen. Aber es lohnt sich für Sie vielleicht auch nochmal einen Blick auf bei Ihrem Bundesland, was da vielleicht nochmal so gefördert wird. Im Bereich Photovoltaik zum Beispiel gab es da in Ich glaube, in Niedersachsen ganz spannende Programme. Da wurden auch Batteriespeicher gefördert. Batteriespeicher, naja, kann man sich drüber streiten, ne? Eigentlich lohnen sich die Dinger noch nicht so richtig, meine Meinung. Ja, aber es gibt eben da auch Förderprogramme auf Länderebene, nicht auf Bundesebene. So, jetzt schauen wir uns das aber noch mal einen anderen Bereich an, nämlich die Beratungsförderung. Also jetzt haben wir immer nur um Investitionen gesprochen, aber auch Beratungen werden gefördert. Und da gibt es ein schönes neues Programm, das heißt Transformationskonzepte. So, Transformationskonzepte, es gibt so seit ein paar Monaten und da will man, ja, man kann es auch, ja, sind diese politischen Begriffe, ne? Man kann sich quasi Dekarbonisierungsfahrpläne fördern lassen. Dekarbonisierung ist ja so der Gedanke, naja, es geht im Prinzip um CO2-Reduktion. Karbonisierung ist, wenn man der Begriff ist, irgendwie auch ein bisschen seltsam. Naja, egal. Gut, es geht auf jeden Fall um Konzepte, die zu einer Treibhausgassenkung führen. Und zwar Treibhausgassenkung durch alle möglichen Ansätze. Es werden quasi, ja, ist recht offen gestaltet, ne? Es geht um Strategien für Unternehmen, Maßnahmenpläne, eben Konzepte, die zu einer signifikanten Senkung der CO2-Emissionen führen. Diese Konzepte werden sowohl für große Unternehmen bezuschusst als auch für kleine. Da gibt es auch gar keine Grenzwerte. Auch die Fördersumme, die ist eigentlich für so ein Konzept gar nicht so schlecht gewählt. 80.000 Euro, da kann man schon ein bisschen was entwickeln und machen mit einigen Expertinnen und Experten. Und ja, es sind auch so die Einsetzung der Umsetzungsprozesse. Man kann auch so ein Klimaschutzmanagement, ne,
die Implementierung und so kann man sich da auch fördern lassen. Allerdings förderfähig sind nur die Kosten durch Dritte. Also man kann sich jetzt nicht sein Personalkosten hier bezuschussen lassen, nur weil man jetzt jemanden zum Klimaschutzmanager ernennt. Das geht nicht. So, genau. Wir haben dazu übrigens auch nochmal eine, heute nochmal beschlossen, dass wir dazu nochmal eine detailliertere Infoveranstaltung machen zu diesem Transformationskonzept. Ich werde in dieser Folie, die Sie hier sehen, nochmal den Anmeldelink hinterlegen, wenn wir den haben. Und wir informieren Sie dann auch nochmal dazu. So, nochmal zu diesen Transformationskonzepten. Wir haben noch gar nichts zu den Details gesagt. Also es gibt ein paar Untersuchungsgegenstände. Man muss erstmal den Ist-Zustand analysieren. Klar, das Unternehmen muss sich auch ein CO2-Neutralitätsziel setzen. Also das ist schon eine strategische Ansage des Managements an der Stelle. Das für das antragstellende Unternehmen oder eben für den betreffenden Standort, der den Antrag stellt, bis 2045. Also man muss hier mit den Klimaschutzzielen der Bundesregierung quasi konform gehen. Und man muss auch unabhängig davon, über die nächsten 10 Jahre muss man reduzieren 40% der CO2-Emissionen. Also diese Konzepte müssen 40% Reduktion abbilden. Und zwar in was? Scope 1 und Scope 2. Was die Scopes sind, das haben wir ja schon mal drüber geredet in unserem Online-Seminar Carbon Footprints. Da haben wir das ja mal erläutert. Scope 1 sind die Emissionen, die direkt bei Ihrem Unternehmensstandort anfallen. Verbrennung von Brennstoffen und sowas, ne? Alles, was direkt zum Schornstein rausgeht. Und auch Kältemittelleckagen oder sowas. Das ist alles Scope 1. Dann haben wir nochmal Scope 2. Scope 2, das ist der leitungsgebundene Energieeinkauf, also Strom. Ne? Also da, wo Strom verbrauchen Sie auch, aber da fällt ja das CO2 nicht direkt bei Ihnen am Standort an, sondern in den vorgelagerten Ketten beim Stromerzeuger zum Beispiel. Ne? Und diese Scope 2-Emissionen, die sind da eben auch mit der Betrachtung. Nicht Teil der Betrachtung sind die Scope 3-Emissionen. Was ist Scope 3? Naja, das sind die Emissionen, die der Bauer hier gehabt hat, wenn er mit seinem Traktor über den Acker gefahren ist zum Beispiel. Der natürlich in den Nahrungsmitteln hier irgendwie mit drin steckt, so als CO2-Fußabdruck. Aber hier geht es nicht darum. Ne? Also Sie müssen jetzt nicht in Ihren Lieferketten darauf achten, dass die ganzen Leute vorne dran jetzt auch hier sich alle um 40% verbessern. Das ist hier halt nicht drin. Es geht also um Scope 1 und Scope 2, also in allererster Linie sind das die energiebedingten CO2-Emissionen, in der Ernährungsindustrie zumindest. Gut, Kältemittel ist da vielleicht auch noch ein bisschen mit drin. So, es gab in der Förderrichtlinie, wenn Sie da nachschauen, da steht ein gewisser brisanter Passus drin, nämlich, den man so interpretieren kann, dass das alles durch Maßnahmen vor Ort erledigt werden muss. Und das ist dann natürlich wieder ziemlich brisant, ne? Wenn Sie jetzt sagen, Sie müssen an Ihrem eigenen Unternehmensstandort Ihre komplette Energie selber erzeugen. Das ist ja eigentlich gar nicht wirklich zu machen. Also je nachdem, wo Sie vielleicht auch sind, vielleicht haben Sie noch riesen Grundstücke, aber ist eben nicht überall gegeben. Und da waren auch viele, also die Interpretation kann man so lesen, man kann die Interpretation aber auch so lesen, dass man durchaus durch den Einkauf von grüner Energie, dass das auch was zu diesem Reduktionsziel beitragen darf. Ne? Also zum Beispiel Strom mit entsprechenden Herkunftsnachweisen, ne, dass die aus erneuerbaren Energienanlagen stammen. Bei Gas gibt es die Möglichkeit ja auch, da ist das Angebot nicht so groß, aber es gibt auch tatsächlich grünes Gas mit Herkunftsnachweis, 100% aus Vergärungsprozessen und so weiter. Da gibt es auch durchaus Scope 1, Scope 2. Klimaneutrale Geschichten hier. Und der einfache Ökostromtarif, der reicht nicht, denn Hintergrund ist da einfach das ist ja bereits in dem bundesdeutschen Strommix abgebildet, die CO2-Faktoren davon. Also man braucht dann schon Grünstrom mit einem wirklichen Herkunftsnachweis, wo eben sichergestellt ist, dass da keine Doppelbilanzierung zum EEG stattfindet, dass da also auch wirklich eine Angebotswirkung dahinter steckt. Ne? Also dass, wenn ich Strom mit Herkunftsnachweisen kaufe, führt das dazu, dass das auch wirklich an irgendeiner Stelle auf den Ausbau erneuerbarer Energien wirkt oder zumindest, dass es keine Doppelbilanzierung hier mit dem Erneuerbaren Energiengesetz gibt. So. Genau, Herkunftsnachweise ist nochmal ein anderes Thema. Dieses ganze Thema Herkunftsnachweise übrigens und
bei Energie und auch in erneuerbare Energien am Standort. Das werden wir auch nochmal als eigenes Online-Seminar betrachten hier bei der BVE Klimaschutzkampagne, sowohl Maßnahmen am Standort und aber auch Maßnahmen durch Einkauf und auch den Bereich Kompensation werden wir uns ein bisschen anschauen. So einen großen Ausblick gegeben hier schon mal auf das Programm. Ja, es ist im Endeffekt hier, diese Transformationskonzepte ist eine Beratungsförderung. So, aber auch schon ganz gut drumherum gerade ausgepackt. Okay. So, jetzt gibt es noch weitere Beratungsförderungen. Eine Sache werden Sie als KMU vielleicht kennen, also als kleines, mittleres Unternehmen. Da werden ja Energieaudits nach EN 16247 werden da gefördert. Die werden auch immer noch gefördert, das heißt nur anders. Bisher hieß das Energieberatung Mittelstand. Neu heißt das Ding Energieaudit EN 16247. Da gibt es 80% Förderung, maximal 6.000 Euro, also vom absoluten Betrag her nicht so hoch. So, dann gibt es noch ein weiteres Modul, da geht es eher um die Einbeziehung von erneuerbaren Energien in Planungsprozessen, zum Beispiel bei Neubau oder Sanierung von Gebäuden, auch da gibt es 80% und als weiteren Bereich nochmal so der Bereich Contracting, ne? Auch da gibt es 80%. So, jetzt aber eben nicht für alle, sondern eben für kleine, mittlere Unternehmen. Warum eigentlich nicht für alle? Naja, die großen Unternehmen, für die besteht ja sowieso eine Auditpflicht. Die müssen das ja machen, diese Energieaudits. Und es gibt einen Grundsatz, dass man Dinge, zu denen Personen verpflichtet sind oder Unternehmen verpflichtet sind, die darf man nicht gleichzeitig auch fördern. Ja, macht ja auch irgendwie so ein bisschen Sinn. Gut, es sind aber nicht nur kleine, mittlere Unternehmen förderfähig. Es gibt eine Ausnahme, auch nicht kleine, mittlere Unternehmen, aber dann, wenn sie höchstens 500 Megawattstunden Gesamtenergieverbrauch haben. Ja, es ist wahrscheinlich nur selten der Fall, ne? Dass man nicht KMU ist, aber einen sehr kleinen Energieverbrauch hat. Na gut, wenn ich jetzt eine Investmentbank bin vielleicht, ne? Oder ein Goldhändler oder sowas, da habe ich sehr viel Umsatz und spreng vielleicht die Umsatzgrenze, aber bin vielleicht trotzdem nur in einem Bürogebäude drin. Das kann natürlich sein. Die können das dann vielleicht damit machen. Aber in der Ernährungsindustrie eigentlich eher nicht. Da nur von Ihnen die kleinen, mittleren Unternehmen. So, ja, das waren jetzt hier die ganzen Programme, die einzelnen Förderprogramme nochmal dargestellt. Jetzt kommen die Beispiele zu diesem Vorteilsrechner. Ich werfe hier nochmal einen kurzen Blick rüber. Kam da noch was? Ah ja, hier werden schon eifrig Fragen parallel beantwortet, sehe ich gerade. Ja, dann können wir uns jetzt mal hier auf diesen Vorteilsrechner stürzen. Den haben wir jetzt auch nochmal ordentlich aufgemotzt, sage ich mal, in der letzten Zeit. Was passiert da? Naja, dieser Vorteilsrechner, der ist gefüttert mit einigen Förderprogrammen, also eigentlich alle Investitionsförderungen, die Sie hier gesehen haben. Wir waren auch schon fleißig und haben die ganzen Förderbedingungen, die sich jetzt im November geändert haben, auch direkt da eingepflegt. So dass Sie jetzt auch keine veralteten Förderinfos irgendwie kriegen, sondern das, was der ausspuckt, ist auch wirklich das aktuell Gültige. Wie funktioniert der so? Naja, der Gedanke bei diesem Vorteilsrechner ist es, Sie haben vielleicht so ein paar Daten zu Energieeinsparungen und zu Investitionen von so einer Maßnahme und mehr haben Sie vielleicht gar nicht und Sie wollen sich auf Basis dieser Daten jetzt schnell mal eine attraktive Investitionsbewertung ausrechnen lassen mit diesen ganzen Wirtschaftlichkeitskennzahlen, die Sie ja auch gesehen haben vorher. Und nicht nur das, Sie wollen auch gucken, gibt es denn da auf Bundesebene eine Fördermöglichkeit? Kann ich vielleicht die Wirtschaftlichkeit da auch nochmal verbessern, indem ich da was mache? Ja, dieser Vorteilsrechner, da gibt es eben eine schicke Auswertung anhand von Cashflow-Charts hier, ne? Also Zahlungsströme, Investitionen sehen Sie hier und die ganzen Rückflüsse. Hier als kumulierter Betrag sieht man hier auch direkt die Amortisation. Ja, auf die einzelnen Felder gehen wir dann in den Beispielen ein. Es ist ein Fördercheck integriert. Wir haben tatsächlich die Förderrichtlinien durchforstet und uns die einzelnen Kriterien angeschaut und dann in so eine Checkliste reingepackt, sodass Sie übergreifend je nach Investitionsbereich, wo Sie unterwegs sind, halt so ein paar Fragen gestellt kriegen. Die können Sie dann halt anklicken, ne? Und dann am Ende kommt dann so eine Empfehlung von dem Förderprogramm raus, nämlich das, was Ihnen die größtbeste Kofinanzierung, den besten Zuschuss hier bringt. Genau. So, ist natürlich gibt es dann immer noch so Details, die ein bisschen was dran ändern können. Aber es ist mir erstmal so eine gute erste Einschätzung.
So, was kann man noch so machen? Man kann Maßnahmen speichern, exportieren, importieren. Das ist auch ganz spannend. Man muss sich nirgendwo registrieren. Es gibt auch ein Online-Tutorial dazu. Liegt jetzt auch auf der Seite. Da erkläre ich auch nochmal so innerhalb von 5 Minuten, wie das hier auszufüllen geht, anhand von einem Fallbeispiel. Ja, und naja, am besten gucken wir uns nochmal die Sache so mal direkt an, bevor wir jetzt hier nochmal mit der PowerPoint hier nochmal rumhantieren. Schauen wir uns das Ding doch jetzt einfach nochmal komplett zusammen an, wie das Ding hier funktioniert. Wir haben so ein paar Beispieldatensätze dabei. Ich drücke jetzt mal hier auf diesen Link zum Vorteilsrechner drauf. Und dann öffnet sich hier auch diese Seite. Plus-Plus-Prinzip, ne? Wenn Sie da oben auf diesen Vorteile berechnen drücken, kommen Sie hier auf diesen Vorteilsrechner. Da gibt es hier erstmal dieses Tutorial. Und ja, ich rechne mal, was ich da einsparen kann. Und hier geht es auch schon los mit der ersten Eingabemaske. Sie haben also gar keinen Registrierungsprozess. Sie können quasi direkt loslegen. Und was mache ich? Naja, ich will hier jetzt mal eine Maßnahme machen. Da geht es um Wärmerückgewinnung an einem Prozess hier, an einem Großbäckereiprozess, also in einem großen Backprozess. Und da habe ich verschiedene Sachen drin. Ich habe da so eine Teigproduktion und alles Mögliche. Und mir geht es darum, Wärme rückzugewinnen und dann wieder zu nutzen. Das Ganze kostet natürlich ein bisschen was. Die Investition, die nehmen wir jetzt mal hier mit so 225.000 Euro an. Das gebe ich auch mal so ein, 225.000 Euro. Sie haben ja auch jeweils solche Erklärfelder, ne, was hier einzugeben ist. Man kann sich hier nochmal ein paar Maßnahmen machen. Genau, wenn man so eine Kommentierung machen will, irgendwie Standort 44 in, keine Ahnung, Dortmund, egal, kann man reinschreiben, was man will. Ja, das ist erstmal so Eckdaten zur Maßnahme. Wie heißt die Maßnahme, was kostet die? So, weiter zur Eingabe des Ist-Zustands. Wo stehe ich denn jetzt gerade? Also wenn ich mir eine Wirtschaftlichkeit ausdrücken will, muss ich natürlich auch eingeben, was passiert eigentlich gerade hier so? Und ist folgendermaßen gekennzeichnet. Ich habe ja, einen Ist-Zustand, diesen Backprozess. Der hat einen gewissen Energieverbrauch. Da drücke ich jetzt drauf auf Energieträger hinzufügen. Und da wähle ich jetzt mal aus, was hat der denn so? Naja, ich habe einen gewissen Gasverbrauch. Gasverbrauch, da gucke ich jetzt mal, ich habe verschiedene Energieträger drin. Es geht hier um den Gaspreis. Was zahle ich da so? Naja, der Einfachheit halber 50 Euro pro Megawattstunde sei jetzt mal mein Gaspreis. Die Maßnahme hat auch noch eine gewisse Stromeinsparwirkung. Da gebe ich jetzt hier mal einen Strompreis. Strompreis 190 Euro pro Megawattstunde, sagen wir mal. Jetzt füge ich diesen Gaspreis hier hinzu. So, und diese Stromgeschichte, die füge ich hier jetzt auch mal hinzu. So, dann bin ich schon fertig. Ich kann so viele Energieträger dazufügen, wie ich will. Hinter jedem Energieträger sind übrigens auch CO2-Emissionsfaktoren hinterlegt, damit wir auch mit den Deckelungen bei der Förderung dann das richtig automatisch für Sie auswerten können. So, jetzt drücke ich hier rein. Was habe ich hier verbraucht? Ich habe einen Heizenergieverbrauch hier. Da habe ich was habe ich da? Ich habe 600 Megawattstunden im Ist-Zustand an Stromverbrauch. Ich habe hier aber auch an Gasverbrauch. Ich habe aber auch einen Stromverbrauch von 180 Megawattstunden. Jetzt kann ich hier noch weitere Kosten eingeben, zum Beispiel Wartungskosten, die ich habe, oder irgendwelche anderen Kosten, die sich hier verändern könnten durch meine Maßnahme, damit Ihnen Ihre Wirtschaftlichkeitsreport halt auch ganzheitlich ausgewertet wird und nicht nur bezogen auf Energie. Kann man natürlich eigentlich auch für alle anderen Kosten machen, ne? So, dann haben wir den Ist-Zustand quasi beschrieben dadurch. Und jetzt geht es zu dem Soll-Zustand. Wo lande ich denn, wenn ich diese Maßnahme hier umsetze? Jetzt könnte ich einen Energieträger auch löschen. Ich könnte neue Energieträger hinzufügen. Hier habe ich keinen Energieträgerwechsel drin. Es funktioniert aber. Also Sie können jetzt auch ganz andere Arten von Energien da reinpacken, wo Sie hinwechseln. Funktioniert auch alles wunderbar. Aber hier habe ich durch diese Wärmerückgewinnungsmaßnahme an diesem Backprozess habe ich erstmal einen kleineren Erdgasverbrauch. Der sei jetzt mal 200 Megawattstunden. Und beim Stromverbrauch bin ich jetzt vielleicht hier so bei 90 Megawattstunden unterwegs. So, und brauche ich noch irgendwas? Nö, das war es eigentlich schon.
Dann gucke ich mal die Auswertung an. Also Sie sehen, ich habe wirklich nur Investitionen eingegeben, Energieverbräuche und Energiepreise. Jetzt gehe ich mal zur Auswertung und Sie sehen jetzt sofort einen Cashflow-Chart, ne, hier mit Investitionssumme am Anfang, dann die Einsparungen bei den Energiekosten, die hier jedes Jahr so kommen. Sie sehen, bis wann hat sich das Ding dann hier refinanziert. Sie sehen hier die Vorteil bei den Kosten seit Anfang der Investition, also so kumulierte Einsparungen, also immer Investitionen minus die Einsparungen vom aktuellen Jahr. Und Sie sehen auch CO2-Einsparungen, da sind ja die CO2-Faktoren hinterlegt. Sie sehen auch noch diese ganzen Wirtschaftlichkeitskennzahlen. Hier sind wir mit einer Amortisationszeit von etwas über 6 Jahren unterwegs. Sie haben auch gleich diese anderen Kenngrößen drin, wie Kapitalwert. Alle Einsparungen sind heute, sind die über den Betrachtungszeitraum von diesen 10 Jahren, sind die hier irgendwie 146.000 Euro wert. Sie haben die interne Verzinsung direkt ausgewählt bekommen. Da gibt es keine komplizierten Formeln einzugeben. Sie können sagen 10%, 10% Verzinsung eigentlich von dieser Maßnahme über die 10 Jahre. Sie haben die Annuität dabei, alles andere, was so wichtig ist. Sie können natürlich auch einstellen, der zeitliche Horizont, den Sie betrachten. Wenn ich hier mal so ein bisschen höher scrolle, ne, dann kommen natürlich andere Balken dazu. Das passt sich hier automatisch an. Ich habe vielleicht eine Nutzungsdauer von 18 Jahren. Ist ja so ein typischer Abschreibungszeitraum. Habe hier natürlich dann andere Werte, die sich ergeben. Alles verändert sich, ne? Nur die Amortisationszeit bleibt natürlich gleich, weil der ist das ja egal. Ich kann Zinssätze angeben, kalkulatorischer Zinssatz, die Geschichte, die wir vorher gesehen haben. So der Zeitwert des Geldes, wenn ich jetzt hier 3% zum Beispiel eingebe, sehen Sie, Amortisationszeit sinkt ein bisschen, ne? Weil die zukünftigen Einsparungen sind ja weniger wert und auch der Rest verändert sich ein bisschen. Geht alles sehr, sehr schnell. So, lösche ich die Sache mal raus. Jetzt ist ja die Frage, der hat doch jetzt noch eben gerade was von Förderung erzählt. Ja, und das haben wir. Jetzt schauen wir doch mal, wo wir da mit einer Förderung landen. Da gibt es hier oben dieses Feld, jetzt Fördercheck ausfüllen. Da drücke ich jetzt mal drauf. Und jetzt werde ich durch so einen kleinen Fragenkatalog durchgeführt. Worum geht es mir hier? Was ist der Technikbereich? Mir geht es um das Thema Wärme. So, da drücke ich mal drauf. Moment, muss ich nochmal genau, muss Förderprogramm finden natürlich und nicht irgendwie schließen. So, ich habe Wärme ausgewählt. Ja, vielleicht bin ich ein kleines und mittleres Unternehmen sogar. Und jetzt kriege ich hier eine gewisse Frageliste. Geht es um die Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien? Nö, geht nicht drum. Bin ich denn bereit, für meine Maßnahmen einen Wettbewerb vielleicht teilzunehmen? Ne? Und gibt es da Maßnahmen an der Heizung und umfasst die Investition auch keine Maßnahmen für Heizung, hauptsächlich Raumwärme, keine Maßnahmen für Beleuchtung und so weiter, also diese ganzen Förderkriterien, die in diesen Richtlinien drin stehen. Da sage ich mal, okay, mir geht es hier im Prinzip darum. Und was ist sonst noch so alles enthalten? Es geht um eine Brennwertheizung, nö, Wärmepumpe auch nicht. Diese ganzen letzten Fragen zielen so auf dieses Gebäudeförderung. Also eine ganze Menge, aber es ist eben auch alles verdichtet in einen einzigen Fragebogen. Also 5 Programme in einem Fragebogen drin. Referenzinvestition sage ich, habe ich hier nicht, weil meine Anlage ist noch relativ neu. Jetzt sage ich hier mal Förderprogramm finden. Wo komme ich denn da hier raus? Na gut, das kann ich zusätzlich auch nochmal andrücken. Erfülle ich ja auch das Kriterium. Schauen wir mal, wo wir hier landen, was mir hier empfohlen wird. Ah ja, Referenzinvestition muss ich immer eingeben. Ich gebe eine 0 ein, einfach damit man es nicht vergisst. Ich gebe mal Fördersuche ein und was haben wir ausgespuckt? Ah ja, hier scheint jetzt das Förderprogramm Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft das attraktivste zu sein. So, hier nochmal eine Zusammenfassung. Mögliche Fördersumme. Sie sehen, die Amortisationszeit, die hat sich hier aber ordentlich verändert. Nee, die ist jetzt auf 2,43 Jahre runtergegangen von 6 Jahren. Jetzt plötzlich bin ich in einem Bereich drin, wo ich vielleicht auch mal jemanden aus dem Management überzeugen kann von der Maßnahme. Ja, das geht recht fix hier. Übrigens, wenn Sie Fragen haben dazu, Sie können sich auch bei uns melden. Wir starten jetzt nämlich nochmal eine Stufe in der BVE-Klimaschutzkampagne, die wir bisher noch nicht hatten, nämlich die Erstgespräche zur Förderung. Ne? Das ist nämlich auch nochmal hier eine Komponente im Plus-Plus-Prinzip.
Das wird vor allen Dingen mein Kollege Arthas Çalak dann erstmal machen. Sie sehen seine Kontaktdaten hier auch schon mal. Dem können Sie also aber auch direkt Ihre Fragen schreiben. Und wenn Sie uns Eckdaten geben, dann geben wir Ihnen auch so so einen Report. Genau, so. Ja, apropos Report. Ich drücke hier mal auf Report. Was passiert da eigentlich? Ich drücke mal hier drauf. Jetzt gibt es hier so einen Wirtschaftlichkeitsreport. Der öffnet sich hier. Sie haben sie gesehen, unten wurde was runtergeladen. Das drücke ich jetzt mal drauf. Diese Datei, die haben wir jetzt auf 500 Kilobyte runtergebracht. Die war vor kurzem noch 8 Megabyte groß, aber da haben wir uns nochmal programmiertechnisch reingekniet. Sie kriegen also eine recht kleine Datei vom Speicherplatz, die Ihnen diese ganze Wirtschaftlichkeitsauswertung hier zusammenfasst. Da steht natürlich hier die Überschrift drin. Oh, ich habe mich hier offenbar verschrieben. Bug-Prozess, na egal. Die Eckdaten stehen da drin, Ist-Zustand, Soll-Zustand. Es steht auch gleich drin, welche Förderung da drin steckt in diesen Auswertungen. Ne? Bundesförderung Energieeffizienz in der Wirtschaft ist da drin. Wirtschaftlichkeitskennzahlen werden ausgewertet. Das Cashflow-Diagramm kriegen Sie drauf, je nachdem, auf welchen Betrachtungszeitraum Sie da gewählt haben. Hier steht auch drin, inklusive Fördersumme. Ne? Klar. Sie haben nochmal so eine Cashflow-Tabelle, die Zahlungsströme in den einzelnen Jahren, irgendwelche Kommentare, die Sie eingegeben haben. Sie haben auch nochmal maximale Fördersumme drinstehen, nochmal den Kontakt und dann auch nochmal natürlich unsere Logos hier. Förderhinweis vom Umweltministerium natürlich, ne? Also ganz schön nett vom Umweltministerium eigentlich auch, dass hier Werbung für Förderprogramme des Wirtschaftsministeriums gemacht werden. Also da, das ist wirklich vorbildlich, die interministerielle Zusammenarbeit hier an der Stelle, sage ich mal. So, dann, ja, das Schöne ist, man kann das ausdrucken und jemandem auf den Tisch legen und das hat eine, es ist sehr viel Grafiken, sofort zu verstehen. Man kann aus der Investitionssicht sofort die ganze Maßnahme überblicken und den Entscheidungsträgern im Unternehmen hilft das tatsächlich sehr stark, dann was zu genehmigen vielleicht auch. Ist ja auch nicht irgendwer, der hier dahinter steht, sondern es ist ja hier Ihre Branchenvereinigung BVE, ne? Die sind ja auch an anderer Stelle für Sie aktiv, für Ihre Interessen. Und natürlich unser Name hier, wir stehen natürlich auch mit unserer Qualität dafür. Also hat dann schon Hand und Fuß, wenn Sie die richtigen Sachen eingegeben haben, natürlich, ne? Klar. So, erstmal das hier, was können wir noch so machen? Wir können Maßnahmen speichern. So, Sie haben sich ja nirgendwo registriert hier. Das Schöne ist, was kann man noch machen? Ich kann sagen, ich will eine Maßnahme speichern. Speichere ich hier mal. So, und was passiert jetzt? Jetzt wird ein Datensatz hinterlegt. Und Sie in einer Datenbank, die ist ja völlig anonym, wir haben keine Namen erfasst und nichts. Ne? Wir haben es also einen Datenbankeintrag und jetzt gibt es einen Schlüssel zu dieser Datenbank. Diesen Schlüssel, der wird jetzt erstmal in Ihrem Browser-Cache hinterlegt. Ne? Also das nächste Mal, wenn Sie das wieder aufrufen, ist dann eine Maßnahmenliste wieder drin. Sie können aber sich auch eine Schlüsseldatei herunterladen. Kann man sich vorstellen, wie so wirklich so ein Schlüssel, den steckt man in Schloss vom Bankschließfach, dann geht das rauf und dann sind da Ihre Maßnahmenlisten drin. So funktioniert das. Aber das Bankschließfach, das ist halt hier im Plus-Plus-Prinzip, den Schlüssel haben aber nur Sie. Ne? Deswegen, das ist schön, das geht ohne Namensangabe, geht das so direkt durch. Ich lade das hier mal runter, dann sagt er mir hier, ne, Schlüssel, Wirtschaftlichkeitsrechner herunterladen. Wenn ich das hier mal so aufmache, sehen Sie, da steckt eine Kombination hier drin. Ist so ein Tag hier, ne, so ein eindeutiger Key. Das kann ich machen und das habe ich jetzt mal runtergeladen und ich kann dann auch nochmal eine neue Maßnahme machen, mir das nochmal eintragen und dann kriegen Sie nach und nach so ganze Maßnahmenlisten. Ne? Also Sie kriegen wirklich schon Schließfach, da stecken verschiedene Maßnahmen drin und diesen Schlüssel zu dem Schließfach kriegen Sie. Sie können diese heruntergeladene Datei auch an jemand anderes weiterleiten, dann kann der das weiter bearbeiten. Also es ist schon ziemlich ausgefuchst hier alles aufgesetzt. Und naja, da kann man sich so ein ganzes Maßnahmenmanagement eigentlich da unterteilen. Genau. So, jetzt möchte ich Ihnen nochmal zumindest mal noch eine kurze weitere Maßnahme auf die Schnelle hier einhaken. Sie sehen hier neue Maßnahme erstellen. Ich mache es mal in ganz, ganz flink hier mal eine andere Anlage. Nehmen wir uns hier mal was aus dem Druckluftbereich. 1650 Megawattstunden, also ja, hier sagen wir Druckluft. Optimierung, irgendwas Druckluftoptimierung. Schauen wir mal hier so, was kostet das? 125.000 Euro. Ich habe einen Energieträger, das ist hier wieder Strom.
Da weißt du ja eigentlich auch schon, wie viel ich dafür bezahle. So, und der ist jetzt ja dazugefügt. Kann ich hier wieder zumachen. Geht übrigens auch alles in Handyansicht sehr gut. Skaliert alles sehr schön auf kleine Displays auch. Weitere Kosten habe ich hier auch nicht. Ich habe einen Verbrauch. Das sind hier jetzt mal, wie viel? Das sind hier jetzt mal, Moment, muss ich mal nachgucken. Vor der Maßnahme sind das 1650 Megawattstunden, sagen wir mal, die ich hier verbrauche. Weiter zur Eingabe des Sollzustands. Da lande ich jetzt hier bei 1420 Megawattstunden. Geht zur Auswertung. Zack, habe ich schon drin. Ne? Also wirklich sehr, sehr schnell geht das. Gerade bei so einer einfachen Maßnahme wie einer Druckluft. So, zack, drin. So, nochmal Fördercheck finden. Ne? Jetzt sage ich, wo bin ich unterwegs? Ich bin in einer Druckluftanlage unterwegs. Ich sage hier wieder, es geht um einen einfachen Austausch eines Druckluftkompressors. Jawohl. Ich kriege jetzt andere Fragen als vorher. Ne? Ich bin jetzt ein großes Unternehmen, sage ich mal. Ja, das hier ist mein Ding. Das stimmt ja auch, umfasst auch keine Maßnahmen an diesen Geschichten hier. Und ja, ich bin auch vielleicht sogar bereit, für eine höhere Förderquote an einem Wettbewerb teilzunehmen. Da drücke ich jetzt mal auf OK. Und genau, diese ganzen anderen Checklisten aus dem BEG werden mir gar nicht gesetzt, ne, aus diesem Gebäudeprogramm, weil es geht ja hier nicht um Wärme, es geht um Druckluft. So, wir sind auch gleich fertig übrigens hiermit. Also ich könnte jetzt eine Referenzinvestition vielleicht noch einsetzen. Wenn meine Druckluftanlage hier irgendwie alt wäre, dann würde das mit einbeziehen. Haben wir hier nicht. So, Förderprogramm finden. Was findet er jetzt? Was findet er jetzt? Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft. Modul 1 Druckluftanlagen. Jetzt denke ich mir, ich habe doch hier eingegeben, dass ich für einen höheren Fördersatz bereit bin, hier einen Wettbewerb in Kauf zu nehmen. Warum kommt denn hier nicht das Wettbewerbsprogramm? Ja, warum nicht? Weil meine Amortisationskriterium nicht erfüllt war. Die Amortisationszeit, die war schon bei 3 Jahren auch ohne Förderung. Deswegen wurde das überprüft und in diesem automatischen Fördercheck eben gleich rausgeschmissen. Also wir hantieren hier mit diesen ganzen dynamischen Förderdeckeln auch rum im Hintergrund. Auf Basis einfach ihrer Energiepreise und Energieverbräuche machen wir hier alles da automatisch. Sie kriegen direkt eine Auswertung. So funktioniert dieser Fördercheck hier. Jetzt kann ich auch wieder gehen. Ich will wieder speichern meine Maßnahmen. Dann speichere ich wieder. Und jetzt, genau, ist das wieder gespeichert. Jetzt kann ich vielleicht wieder was laden. Ich habe meine alte Maßnahme drin. Lade ich die doch mal wieder. Ne, jetzt bin ich wieder hier bei der Wärme drin. So, da muss ich den Fördercheck dann nochmal neu machen. Aber ich bin da hier wieder im Bäckereiprozess. Man kann hin und her wechseln. Man kann sich Daten gegenseitig Kollegen zuschicken und so weiter. Man muss ein bisschen aufpassen beim Einlesen von Daten, weil das überschreibt halt die vorhandenen Dinge. Also am besten diese Key-Dateien in unterschiedlichen Ordnern ablegen, je nach betrachteter Maßnahme. Sie können uns auch mal eine schicken, dann schauen wir da auch mal drauf. Und das Angebot an Sie jetzt nochmal ganz aktuell. Rückfragen zu Förderprogrammen. Wir sind für Sie da. Vor allem mein Kollege hier, Herr Czalak, der hier auch nochmal neben mir sitzt. Sie können eine erste Einschätzung von uns kriegen, wenn Sie so ein bisschen im Kopf haben, worum geht es da. Dann können wir mal kurz mal mit Ihnen drüber sprechen. Gibt es da eine Möglichkeit? Gibt es da irgendwelche grundlegenden Dinge, die dagegen sprechen? Also vielleicht, wenn Sie auch nicht direkt mit einem Projektträger darüber sprechen möchten. Wir von Ihrer BVE-Kampagne sind da für Sie da mit Ihren Rückfragen. Und wenn Sie uns ein paar Eckdaten geben zu Ihren prognostizierten Energieeinsparungen, dann füllen wir so diesen Fördercheck auch für Sie aus und schicken Ihnen auch eine Auswertung als PDF zu, ne? Oder auch zum Weiterbearbeiten. Das sind jetzt Möglichkeiten, die wir haben. Unsere Kontingente sind nicht unbegrenzt, sage ich mal vorsichtig. Auch hier gibt es natürlich ein Budget für uns. Und wenn Sie jetzt, Sie alle, die 100 Leute, die Sie halt sind, bei uns jetzt alle anrufen, dann haben wir erstmal gut zu tun. Ja, aber das Angebot steht quasi, ne? Kontaktieren Sie uns. An der Stelle möchte ich mich schon mal ganz herzlich bedanken. Nochmal der Hinweis, nähere Infos zu den Transformationskonzepten kriegen Sie auch nochmal. Also die Folie, die wir dann hochladen werden, da wird dann hier an der Stelle auch ein Anmeldelink drinstehen. Und ja, probieren Sie nochmal den Vorteilsrechner aus. Der ist wirklich schick. Also der funktioniert richtig gut. Und entweder selber oder Sie melden sich halt hier bei Herrn Czalak, gerne auch per E-Mail. Und ja, dann können wir das ja auch machen für Sie. Und dann sprechen wir da mal drüber. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderbaren Tag und ganz viel Erfolg bei Ihren Maßnahmen.
Viel Spaß hier auch mit den weiteren Dingen im Plus-Plus-Prinzip. Es kommt ja auch noch so einiges an Online-Seminaren. Es läuft ja auch noch ein bisschen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen was gebracht. Bis dahin. Tschüss.